Möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webinar mit dem Titel „Wie unser Essen den Kiebitz rettet“. Und zwar ist es im Zuge unserer Bezirketour, die meine Kollegin Rosi Steinberger und ich, Gisela Sengel von der Grünen Landtagsfraktion, durch alle Bezirke in Bayern machen. Leider konnte das ganze Format nur digital stattfinden. Wir hätten natürlich gerne vor Ort einen wunderbaren Abend mit Ihnen verbracht, mit angeregter Diskussion. Aber ich hoffe, dass das digital genauso gut wird und interessant. Um was geht es uns heute? Wir haben zwei Gästepaare eingeladen, die ich nachher noch vorstelle. Vorab stellt meine Kollegin Rosi Steinberger noch unsere ganze Tour vor, weil wir haben schon ein paar Termine gemacht. Und sie wird mal genau erklären, um was es uns bei dieser Tour geht. Rosi, bitte. Ja, vielen Dank, Gisela. Ja, von mir auch ein herzliches Grüß Gott zu unserem Webinar. Das ist jetzt schon das fünfte in der Reihe. Wir touren ja durch alle Regierungsbezirke. Wir waren schon in Oberbayern, in Niederbayern, in der Oberpfalz und in Unterfranken. Und heute sind wir bei Ihnen angelangt und freuen uns schon sehr auf die Diskussion. Wir haben uns immer ein Thema genommen, weil man muss anders anfangen. Die Überschrift lautet Landwirtschaft und Umwelt im Dialog. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Themen, die wir ansprechen können. Und in jedem Regierungsbezirk nehmen wir uns ein ganz bestimmtes Thema vor. Wir sind draufgekommen, die Gisela und ich, weil Sie können sich vielleicht noch erinnern an das Volksbegehren Artenvielfalt rettet die Bienen. Und da gab es ja lange Diskussionen, ob dieses Volksbegehren angenommen wird oder nicht. Und dann gab es diesen sogenannten runden Tisch, wo die Gisela als agrarpolitische Sprecherin und ich als Vorsitzende vom Umweltausschuss teilgenommen haben. Und das hat uns beide sehr begeistert, dieses Format, weil man wirklich, es waren vier runde Tische mit unterschiedlichen Überschriften. Also einmal ist es zum Beispiel um Gewässergänge gegangen oder um die Siedlungen oder natürlich generell um die Landwirtschaft. Und bei diesen runden Tischen hat man alle Leute an einen Tisch zusammengebracht aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also da war die Erzeugerseite dabei, da war der Bauernverband dabei, da war der Jagdverband dabei, Umweltverbände, einige politische Parteien natürlich, die dieses Volksbegehren unterstützt haben. Und da hat man sich sehr viel Zeit genommen und ist entlang von bestimmten Punkten, hat man sehr intensiv diskutiert. Und uns ist da aufgefallen, dass das eine sehr sachliche und offene Diskussion war, und die Leute sich auch gefreut haben, dass sie endlich mal gemeinsam an einem Tisch sitzen und gemeinsam über Lösungen, diskutieren konnten und nicht jeder nur noch so in seinem eigenen Saft schmort. Und zum Schluss, bekriegt man sich und zum Schluss kommt keine Lösung raus. Und das war eigentlich das, was die Gisela und ich von Anfang an gesagt haben, wir müssen Lösungen finden. Es gibt mit Sicherheit Probleme, wenn es um den Dialog und manchmal um die Konfrontation geht zwischen Landwirtschaft und Umwelt. Und wenn wir die Leute nicht an einen Tisch bringen, werden wir nie vernünftige Lösungen finden. Und wir haben jetzt festgestellt, bei der Tour ist es ja immer so, Vormittag hätten wir gerne immer einen Betrieb besucht. Das findet natürlich jetzt nicht statt. Am Nachmittag findet ein Fachgespräch statt. Da laden wir Leute ein, gezielt von den Verbänden, von den Behörden, also Bauernverband ist immer dabei, aber auch zum Beispiel das Amt für Landwirtschaft, Wasserwirtschaftsamt, Interessensvertreterinnen. Und da merken wir, dass alle sehr großes Interesse an diesen Fachgesprächen haben, weil die Leute teilweise aus der gleichen Region kommen und sich gar nicht kennen und sehr froh sind, dass sie da teilnehmen können. Wir müssen manchmal sogar Leute ablehnen, weil irgendwann wird der Kreis einfach zu groß. Also wir sehen, das Bedürfnis, miteinander zu reden, ist enorm groß und nur so können wir auch weiterkommen, nur so können wir Lösungen finden. Darum sind wir heute in Oberfranken und beschäftigen uns mit dem Thema Ernährung, was ja, ich bin auch für den Verbraucherschutz zuständig in meiner Fraktion, was ja für alle Menschen ein wichtiges Thema ist. Jeder muss essen und jeder sollte auch gut essen und auch in der Gemeinschaftsverpflegung sollte jeder gut essen. Und wie das geht und wer diese Produkte herstellen kann und wie man sie verarbeitet, das haben wir heute als Thema und die Gisela Sengel übernimmt jetzt wieder und stellt Ihnen unsere Referentenpaare vor, was ich eigentlich ganz toll finde, dass man da zwei Generationen immer beieinander hat. Bitte, Gisela.
Vielen Dank, Rosi. Ich will noch schnell weiter erläutern, warum wir gerade in Oberfranken das Thema Ernährung uns ausgesucht haben. Schließlich ist ja hier auch das Kompetenzzentrum für Ernährung vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium. Und das ist ein wichtiges Zentrum und ich finde es auch toll, dass es das gibt. Und da haben wir uns gedacht, ach, das nehmen wir doch gleich mal zum Anlass, dass wir hier auch dieses Thema als Hauptthema nehmen. Denn warum machen wir überhaupt Landwirtschaft? Weil wir alle was zum Essen brauchen. Vergisst man ja manchmal, wenn man das Gefühl hat, ja, vor lauter Biogasanlagen sieht man gar nichts anderes mehr. Aber Landwirtschaft ist für uns da, damit wir unser Essen sichern können. Und dass das auch wichtig ist und dass Landwirtschaft immer wichtig ist, dass man auch möglichst viel regional und saisonal selber produziert, das wollen wir heute mit diesem Abend auch zeigen. Jetzt komme ich zu meinen zwei Gästen. Das erste ist mal die Silvia und Katharina Popp. Das ist Mutter und Tochter. Und es freut mich sehr, dass die Tochter auch dabei ist. Die Silvia Popp hat ein sehr schönes Buch geschrieben über Ernährung in Kindertageseinrichtungen, wie das möglich ist, dass man einfach eine gute Küche in diesen Einrichtungen anbieten kann. Und das wird sie uns auch erzählen, wie sie eigentlich dazu gekommen ist, dass sie überhaupt das Buch schreibt, wie es ihr geht in ihrer Einrichtung, wie sie die Einrichtung umgestellt hat. Und scheinbar gefällt es der Tochter alles so gut, dass sie das, also was ich gehört habe, auch in die Fußstapfen ihrer Mutter treten will und auch das weiterführen will oder vielleicht möchte sie es auch noch eine Zeit lang zusammen machen. Freut mich sehr, dass Sie danach das uns alles berichten. Aber als erstes nehmen wir die Vater und Sohn Mohl dran, und zwar Hans-Jürgen und Mario Mohl, die beide den Bioland-Hof bewirtschaften, einen sehr vielfältigen Hof. Und wir werden da gleich sehen bei der Hofvorstellung, das sind all die guten Sachen, die man hoffentlich dann in einer Küche verarbeiten kann und die den Kindern auch gut schmeckt, vor allem wenn man es einfach gut kocht und wenn man auch Kinder ein bisschen beteiligt. Auch bei Hans-Jürgen und Mario Mohl ist es so, dass der Sohn, man sieht ihn auf dem Foto, den Hof übernehmen will, total begeistert ist, Ökolandbau studiert hat. Und jetzt aber auf dem Feld ist, weil Landwirtschaft ist halt wetterabhängig und heute ist super Wetter. Wir haben halt auch gepflanzt den ganzen Tag und er muss einfach noch was fertig machen, weil morgen ist schon wieder Regen angesagt. Also das heißt, leider muss der Sohn heute arbeiten, aber vielleicht kommt er ja später noch dazu. Dann kann er jederzeit noch mit einsteigen. Jetzt würde ich als erstes das Wort am Hans-Jürgen Mohl geben, dass er seinen Hof vorstellt, ein bisschen die Geschichte, seine Beweggründe und vor allem auch, was sie alles machen und wie es so läuft. Bitte, Herr Mohl. Ja, also danke für die Vorstellung. Danke, dass ich hier ein bisschen was erzählen darf über unseren Betrieb und die Beweggründe, warum dass wir biologische Landwirtschaft machen. Ja, die Frau Sengel hat ja gesagt, dass mein Sohn momentan irgendwie blöd, ne? Aber es ist halt jetzt so. Er muss, weil er für andere Betriebe auch arbeitet, also für andere Biobetriebe, und die haben natürlich heute alle angerufen, kannst du das und das für mich machen, und jetzt ist er halt noch auf dem Acker und die eigenen Flächen müssen auch bewirtschaftet werden. Naja, okay, vielleicht kommt er ja dann dazu. Also zu unserem Hof, also ich glaube, wir haben jetzt einmal ein Bild, da sehen Sie ja meinen Sohn und mich. Also wir haben 1988 umgestellt auf biologische Landwirtschaft. Das ist jetzt 33 Jahre her. Also ich habe ja umgestellt. Mein Sohn ist ja erst 23. Denn ich sage immer, der ist bio geboren. Ne? Muss man ja. Also ja. Und Beweggründe waren zum einen für mich war Tschernobyl 86 war so eine Geschichte. Ich war in der Landjugend und es war also und ja, das war schon so, hat mir zu denken gegeben, diese ganze Geschichte. Und dann bin ich da über die Landjugend und KLJB, sage ich mal, da war Grüner Kreis, Arbeitsgemeinschaft. Und dann habe ich 88 den Hof von meinen Eltern übernehmen gedurft. Und dann habe ich ihn auch gleich am nächsten Tag auf biologische Landwirtschaft umgestellt, habe mich bei Bioland angemeldet. Und seitdem, ja, haben wir natürlich klein anfangen, das ist ein kleiner Betrieb. Ich komme vielleicht dann dazu, was wir momentan machen. Aber damals war eigentlich wirklich, es war ja eigentlich nichts da für uns Betriebe damals. Von der Vermarktung her, wir mussten uns ja eigentlich selber um die Vermarktung kümmern und haben von daher natürlich sehr viel vielfältige Bandbreite und Gemüse alles angebaut.
Die ersten Bioläden sind entstanden, wo man beliefern konnte, und man hat natürlich sehr viel direkt vermarktet. Und so hat sich natürlich, sag ich mal, die eine Seite ist die Vermarktung, das andere Seite der Betrieb, der biologische Landbau hat sich natürlich entwickelt. Wir haben ja damals sehr viel, die ganzen Betriebe haben ja mit relativ wenig Wissen und Möglichkeiten anfangen. Aber wenn man natürlich die Situation jetzt sieht, natürlich 33 Jahre, sag ich mal, zurückschaut, dann hat man natürlich jetzt, sag ich mal, der biologische Landbau ist in der Gesellschaft angekommen. Also das wird nicht mehr diskutiert, ob der funktioniert oder nicht funktioniert. Damals, zu der Zeit, da hat man zu uns gesagt, in 5 oder in 10 Jahren wächst nichts mehr auf euren eigenen Aue. Wir sehen schon ein paar Bilder. Also vorneweg, das war mein Sohn, das ist Kartoffelfeld, bloß was dazu, aber ich soll ja immer noch ein bisschen zurückschwenken und ein bisschen die Geschichte und alles. Vielleicht kann man das ja alles ein bisschen so miteinander verbinden. Ja, also momentan, wie schon gesagt, der Betrieb hat sich entwickelt und momentan ist natürlich, wenn man jetzt das Kartoffelbild sieht, wir sind ja, ich weiß nicht, ob jemand von euch die Kartoffel, das Bamberger Hörnchen kennt. Kennt jemand Bamberger Hörnchen? Das ist so auch ein Schwerpunkt von unserem Betrieb. Wir machen da auch Saatgutvermehrung. Also das auf dem Bild ist jetzt ja kein Hörnchen, aber die schauen ähnlich aus vom Kraut, wenn sie klein sind. Und dann bauen wir natürlich, also wir haben heuer 16 Sorten Kartoffeln, bauen wir an, also von Frühkartoffeln bis über die Lagerkartoffeln. Dann machen wir, ich stelle einmal jetzt momentan vielleicht einmal den Betrieb dazu gleichzeitig vor. Machen wir mal ein nächstes Bild, vielleicht sehen wir da was, vielleicht kann ich da auch was dazu sagen. Kommt jetzt ja nicht, oder? Kommt da ein Bild? Ja, okay. Das ist zum Beispiel jetzt mein Sohn, das sind Frühkartoffeln. Wenn man so sieht, die Frühkartoffeln werden bei uns, ja, die werden mit so einem Halbroder rausgerodet auf dem Acker, die werden bei Hand eingelesen, weil das ist eigentlich die schonendste Art, Frühkartoffeln zu ernten, weil die Schale von einer Kartoffel, man muss sich das psychologisch schon vorstellen, die Kartoffel, wenn das Kraut jetzt so rechts auf dem Feld abstirbt, dann braucht die immer noch mal 3 Wochen, bis die Schalen fest wird, bis man die mit dem Vollernter also schonend ernten kann. Und das kann man natürlich bei Frühkartoffeln kann man nicht so warten. Die Leute, die wollen Frühkartoffeln und die kommen natürlich eigentlich so immer wie ein rohes Ei aus dem Boden. Und die müssen auch ganz schonend behandelt werden, weil die, wenn die eine Magge kriegen, fangen die sofort das Faulen an, die Kartoffeln. Oder wenn halt schlechtes. Und wie schon gesagt, das ist Frühkartoffelernte und da wird halt immer so ein Stück, mehr dann wird immer noch und noch, bis dann die Herbstkartoffeln kommen. Das ist, glaube ich, jetzt ein Bild, müsste sein so, na, ich sage mal so vielleicht so am 15., 18. Juni rum. Das sind dann das ist dann die nächste Schwerpunktkultur auf unserem Betrieb. Das sind Kürbisse, also Hokkaidos und Butternut. Da sieht man jetzt Hokkaido-Kürbisse. Das, ja, das ist, sind schon einige Mengen, wo wir da anbauen, aber naja. Aber der Kürbis eignet sich natürlich auch jetzt, sag ich mal, wie die Kartoffel für jetzt Gastronomie, Außerhausverpflegung. Das sind ja eigentlich, sag ich mal, ist auch jetzt, wenn man jetzt in die Küchen reingehen würde, ne? Also das sind ja so, da tut man sich auch als Landwirt oder ich denke jetzt auch als Küchenchefin leichter, wenn man mit Produkten anfängt, die wie Kartoffeln, Kürbis, Zwiebeln oder so Lauch, gewisse Gemüsearten, die sind ja auch relativ, die gibt es mittlerweile auch schon, sage ich mal, sehr viel in Bio-Qualität, weil ich sage mal, wenn wir dann diskutieren, weil ich ja auch mit sehr vielen Küchenchefs und Kantinen und außer Haus Kontakt gemacht habe, die Problematik ist ja, wie kommen die zu den Produkten oder das Handling halt, ne? Die möchten natürlich am liebsten eigentlich, hätte eine Kantine oder eine Küche, jemand, wo sie alles bestellen kann. Und will eigentlich nicht mit 10 Bauern was zu tun haben. Das ist so ein bisschen, das habe ich so gemerkt, das ist immer, von daher ist es natürlich für uns Landwirte, wir müssen uns zusammenschließen und dann, oder über einen Großhändler, über einen reinen Bio-Großhändler, der wo das wieder mit übernimmt, damit wir in die Kantine und in die Küchen kommen, weil das sehe ich schon als ein sehr großes Potenzial und gerade auch über diese Außerhausverpflegung, kommen ja sehr viele Leute einmal auch in den Genuss von Bio-Lebensmitteln, die muss ich vielleicht freiwillig, so ich mal in Anführungszeichen, vielleicht gar nicht machen würden, weil es gibt ja auch immer noch das Vorurteil, Bio schmeckt nicht oder Bio ist teuer oder diese vielen Argumente, ne, wo die Leute immer haben. Und machen wir mal weiter, vielleicht kann ich da noch mal was anderes sagen.
Okay, das ist dann, wir sind natürlich ein Gemischbetrieb. Wir bauen natürlich Dinkel an, Roggen, Weizen. Das ist jetzt, glaube ich, das ist gerade bei der Roggenernte. Wir haben hier im Dorf, sind wir mittlerweile 4 Biobetriebe und wir haben quasi am Biomähdrescher, mit dem Mähdrescher wird eigentlich nur Biogetreide geerntet. Was dann auch kein Problem mit der Vermischung gibt. Wir müssen auch nicht nachher immer den Tank sauber machen, sondern da wird nur Bio mit geerntet. Den fährt auch mittlerweile mein Sohn ab und zu. Wir haben jetzt ja mittlerweile, also eigentlich schon seit langer Zeit bei uns in der Region in Bamberg an Vollkornbäcker, die Bäckerei nennt sich Postler. Und der wird von uns direkt über eine Mühle mit unserem Getreide aus der Region beliefert. Machen wir weiter. Vielleicht kann ich zum nächsten Bild auch was sagen. Okay, das sind jetzt ja Lupinen. Ich weiß nicht, wenn die meisten kennen. Also wir Bauern Moment, also mit der Lupine kann man ja, sag ich mal, die Lupine, das ist die Sojabohne des Nordens. Also die Lupine, ich habe auch heute wieder meine Lupinen gehackt. Also es gibt ja die weiße, die blaue, es gibt da verschiedene Arten und die Lupinen sind ja Leguminosen, die wo quasi aus der Luft den Stickstoff in den Boden bringen und also die brauchen eigentlich keine Düngung. Und tun gleichzeitig für die nächste Kultur, fürs Getreide und für den Weizen Stickstoff zur Verfügung stellen. Und an der Lupine ist das Gute, dass die zum Beispiel gar nicht so, wie die Sojabohne braucht ja sehr, sehr viel Wärme. Bei uns Sojabohnenanbauer ist nicht so einfach, weil, wie schon gesagt, weil die sehr, sehr, und die Lupine braucht da eigentlich fast keine, die stellt auch viel, viel weniger Ansprüche und ist halt auch eine tolle Leguminose. Mittlerweile gibt es ja, also ich hoffe, dass die Lupine in 10 Jahren, also da bei uns in der Nahrungskette, also es wird ja mittlerweile schon Kaffee gemacht oder Bratlinge, verschiedene Sachen. Wenn man so im Bioladen ist, dann hat man bestimmt schon einige Produkte mit Lupinen gesehen. Aber natürlich hat die Lupine noch gar lang noch nicht den Stellenwert, wo die Sojabohne hat, weil mit Soja, da wird ja Tofu gemacht und das Geschnetzelte und alles Mögliche. Aber das könnte die Lupine voll ersetzen, also eigentlich die Sojabohne. Und wie schon gesagt, und andererseits ist sie natürlich auch sehr gut jetzt als, was man natürlich, sage ich mal, jetzt ja vielleicht nicht so will, also mit Tiernahrung, ne? Aber sie ist eigentlich auch also für Tiere, jetzt ja für Schweine, für Hühner, für die Kühe zum Milch geben, weil ich denke, zum Biolandbau gehört ja die, weil momentan ja die Diskussion ist, wenn wir das Klima und alles retten wollen, dann darf man nicht mehr so viel Fleisch essen. Das stimmt ja auch. Aber natürlich zum Ökolandbau gehört halt der Kreislauf und zum Kreislauf gehören halt die Tiere, die wo quasi zum einen das ganze Grünland oder das Gras, das Kleegras fressen, die Wiese, das können ja wir Menschen nicht verzehren. Aber übers Tier haben wir dann die Milch und den Käse und natürlich auch das Fleisch. Aber ich denke, wir brauchen halt nicht diese Mengen an Fleisch, wo wir essen, ne? Und natürlich, und da steht natürlich jetzt so immer die Lupine oder die Sojabohne. Die kann man einseitig, können wir Menschen essen, aber wir können halt auch unsere Tiere damit ernähren. Okay, hier ist jetzt hat ein Bild gemacht. Also wir haben halt, also wir haben das jetzt, sag ich mal, die letzten 15 Jahre geschafft, dass wir unsere ganzen Sachen, ob jetzt der Kürbis und Kartoffeln, dass wir die direkt vermarkten an den Bio-Einzelhandel und an den konventionellen Einzelhandel. Das ist quasi jetzt der Edeka, Rewe, so EBL-Biomärkte und Dents-Biomärkte, die beliefern wir alle direkt. Also das geht nicht über den Großhandel, sondern wir fahren zweimal die Woche in diese Läden und beliefern die direkt mit unseren Kürbissen und Kartoffeln und wenn wir noch Zwiebeln haben und das Getreide, das geht hauptsächlich in die Bioläden oder zu den Bäcker. Und ich habe mir eigentlich gesagt damals, warum sollen wir es eigentlich nicht schaffen, dass auch im konventionellen Bereich die Leute gute Kartoffeln kriegen? Und das war eigentlich auch so, und es hat sich ja wirklich, es ist halt wie bei vielen, wenn man diese Hemmschwelle, wenn man das schafft, dass der Verbraucher oder die Leute draußen unsere Bioprodukte probieren und sie essen, also den Schritt, also ist auch das ist ja auch im Supermarkt so, deswegen habe ich auch meine eine Angestellte, die Tanja, die hat ja Ernährung, Hauswirtschaft und das Ganze gelernt, und die schicke ich bewusst, jetzt momentan können wir es nicht machen mit Corona, aber die habe ich immer in jeden Laden einmal zweimal im Jahr reingeschickt zu Verkostungen mit Kartoffeln, mit Kürbis, mit verschiedenen Sachen, um einfach im Dialog mit dem Verbraucher zu kommen. Weil ich denke, das ist ganz wichtig. Und wenn die Leute einmal die Sachen gegessen haben oder probiert haben und man hat mal miteinander diskutiert, dann ist eigentlich,
dann ist auch der Preis nicht mehr das Entscheidende, sondern dann sagen sie, Mensch, ich kaufe mir hier ein gutes regionales Bioprodukt, unterstütze die Landwirtschaft vor Ort. Ich kenne auch nur den Menschen draußen, der wurde es produziert. Was will ich eigentlich mehr als Verbraucher? Also das sind so, okay, der Sohn hat nochmal hin, der ist verbannt, wir sind bei Bioland. Inwieweit, es gibt halt in Deutschland, oder ja, es gibt eigentlich also vier große Bioanbauverbände, so immer im landwirtschaftlichen Bereich, das ist halt jetzt der Bioland, ich will heute, das ist Naturland, Demeter, und dann haben wir noch ein bisschen in den neuen Bundesländern haben wir die GEA. Das sind so, okay, den Biokreis haben wir in Bayern noch, der ist noch relativ, aber das sind so diese Verbände, weil wir haben, vielleicht nochmal zum Politischen, wir haben eine EG-Öko-Verordnung, die ist auf EU-Ebene, und dort, das ist auch mal der Grundsockel für die Richtlinien, nach denen, wo alle Biobetriebe wirtschaften müssen, und dann gibt es diese Bioanbauverbände, die haben höhere Richtlinien, einen höheren Standard. Die haben zum Beispiel, die sagen, mehr Platz für die Kühe, mehr Platz für die Hühner, dieser und dieser Zukaufsdünger ist verboten und verschiedene Sachen. Ja, okay. Jetzt nochmal, oh, ich habe schon mal 10 Minuten voll, oder? Ja, ich denke, ich würde einfach gerne dann in der Diskussion einfach dann noch Sachen einbringen, weil es ist so vielfältig. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt ja nur mal so einen kurzen Ausschnitt von uns gegeben, von unserem Betrieb. Vielleicht kommt ja, wie schon gesagt, mein Sohn, der hat ja natürlich wieder neue Gedanken, neue Ideen. Aber im Prinzip geht es ums Gleiche, den Ökolandbau voranbringen und unsere Bevölkerung mit gesunden Bio-Lebensmitteln zu ernähren. Okay, danke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Mohl. Das war ein wunderbar schöner Einblick in Ihren Hof. Und man sieht schon, was für eine große Vielfalt Sie produzieren. Und ich glaube, wenn wir jetzt nicht gerade angegessen hätten, hätten alle Hunger gekriegt. Aber ich möchte jetzt noch kurz was sagen zu dem Verlauf des Abends. Das habe ich vorher vergessen. Natürlich schließt sich an den beiden Vorträgen eine Diskussion an, wo wir natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, dass sie sich rege beteiligen sollen. Und das funktioniert über den Chat. Also schreiben Sie bitte Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen oder was auch immer Sie uns sagen wollen in den Chat hinein. Das wird von zwei Menschen im Hintergrund geordnet. Und der Rosi Steinberger, die ist dann Moderatorin, übermittelt. Die wird die Fragen vorlesen und die werden dann vom Podium beantwortet werden. Schön wäre es auch, wenn Sie direkte Fragen haben, wenn Sie sagen, ich wollte die Frau Popp das und das fragen oder den Herrn Mohl das und das, dann kann man das noch gezielter beantworten. Sie können sich auch jetzt schon Fragen überlegen während dem nächsten Vortrag. Ich würde sagen, wir machen die Vorträge fertig und steigen dann in die Diskussion ein. Jetzt würde ich zwei Frauen Pops bitten mit ihrem Vortrag. Ich weiß nicht, wer von Ihnen anfängt. Vielleicht teilen Sie sich's auf. Wie auch immer. Bitte schön. Danke. Hallo. Ja, ich bin die Silvia Popp. Ich bin hier, weil ich vor 8 Jahren begonnen habe, mir Gedanken zu machen, wie man in einer Kita hier in Würzburg ein besseres Essen anbieten kann. Ich wurde damals gefragt von der damaligen Küchenleitung, von der Frau Labisch, Kita-Leitung, die ich gekannt habe, über unsere Bauernfahrgemeinschaft zum Beispiel, die wir 30 Jahre schon hatten als Familie. Und sie hat mich angesprochen, hat gefragt, ob ich da unterstützend tätig sein könnte, mir das vorstellen könnte, in dem Kindergarten, in dem auch meine Enkel zufällig waren, eine bessere Verpflegung einzuführen. Ich konnte mir es natürlich erstmal gar nicht vorstellen. Ich war zwar zufällig auch gelernte Hauswirtschafterin, bin aber ursprünglich Krankenschwesterin und habe im pädagogischen Bereich gearbeitet, nämlich in der Montessori-Schule mit behinderten Kindern als pädagogische Zusatzkraft. Und das war eigentlich das, was mir auch Spaß gemacht hat. Aber als sie mich gefragt hat, ob ich mir sowas vorstellen könnte, hat mich das natürlich dann doch fasziniert und interessiert. Und ich habe gemerkt, dass mich eigentlich dieses Thema doch sehr beschäftigt. Und dann kam, wie es manchmal so kommt im Leben, so der Zufall. Ich konnte dann tatsächlich diese Arbeit machen, weil mein Mann dann zu Hause geblieben ist. Der hat seine Arbeit damals verloren zu dem Zeitpunkt.
Und dann hat er gesagt, er könnte zu Hause einiges übernehmen, auch die Enkel teilweise und im Haushalt ein bisschen helfen und von zu Hause aus noch ein bisschen arbeiten. Und dann habe ich gesagt, na dann könnte ich ja eigentlich starten. Und habe dann so ein Konzept, ein Ernährungskonzept zusammen mit der Kita erarbeitet und hatte ein halbes Jahr Vorlaufzeit. Und wir haben dann in einem Neubau, der da gebaut wurde, also die Kita wurde damals umgebaut, von der kleinen Kita in eine relativ große Kita, habe ich begonnen zu planen und zu überlegen und mir Gedanken zu machen. Habe ganz viele Leute gefragt, die ich in meinem Umfeld halt kannte und hatte, auch durch die Bund Naturschutzgeschichte, die ich 30 Jahre schon begleitet habe oder auch gelebt habe, eigentlich die Art und Weise ja, vom Umweltschutzgedanken her und so weiter. Und habe dann überlegt, also wenn wir sowas machen, dann wird es eigentlich für mich nur passen, wenn es biologisch vollwertig wäre. Und wir haben dann auch noch festgelegt, dass wir sagen, wir machen erstmal vegetarisch, weil wir nicht wussten, wie wir mit Geld hinkommen. Es war einfach die Frage, wie teuer wird sowas, wenn wir die Bioqualität anbieten und dann auch noch Biofleisch und eventuell noch Biofisch, so wie es Amt für Ernährung das vorgibt, dann schaffen wir das, glaube ich, erstmal gar nicht. Und dann haben wir gesagt, jetzt fangen wir mal klein an, haben das dann auch gemacht und sind, ja, nach und nach reingewachsen. Es war natürlich auch anstrengend am Anfang, aber es hat so gut funktioniert, dass ich eigentlich heute sehr froh bin. Jetzt würde ich doch gerne mal das Wort noch an die Katharina geben, bevor ich dann sage, wie das mit meinem Buch zustande gekommen ist. Sag du mal. Ja, ich bin die Tochter. Ich bin die Katharina Popp. Ich bin auch gelernte Hauswirtschafterin und Ernährungsberaterin und arbeite in dem besagten Kindergarten, wo meine beiden Kinder eben auch ihre Kindergartenzeit verbringen durften. Und habe schon lange das natürlich mitverfolgt, was meine Mutter da alles auf die Beine gestellt hat. Und bin ganz begeistert gewesen immer und habe das mitbegleitet und bin auch als Mutter ab und zu mal eingesprungen, wenn Not am Mann war im Kindergarten und habe mal gespült und mal mitgeholfen oder eben auch so bei Festen und so bei der Verpflegung mitgeholfen und arbeite jetzt seit 2 Jahren mit in der Küche und koche da jeden Tag für 80 Kinder und 20 Erwachsene. Und es macht unheimlich viel Spaß, weil es eben so ein tolles Konzept ist. Weil wir also nicht viel, sondern alles selber machen. Wir produzieren alles selbst. Wir stellen alles selbst her, vom Frühstück, Mittagessen bis zum Nachmittags-Snack, sag ich mal. Wir backen unser Brot selber. Alles, was wir rausgeben, haben wir selber hergestellt. Und das macht unheimlich viel Spaß, weil es einfach toll ist, vor allen Dingen Kinder mit gesundem, leckerem Essen zu versorgen. Da kriegt man unheimlich viel zurück und man ist im direkten Kontakt. Man sieht das, man kriegt das mit. Wir haben eine offene Küche, das heißt, wir sehen die Kinder beim Essen. Die Kinder sehen auch uns beim Herstellen des Essens. Und es ist einfach eine ganz tolle Atmosphäre und ja, ist jeden Tag eine Freude. Genau. Es war so, dass natürlich dann, als das so rauskam, dass das auch gut funktioniert, immer mehr Leute das auch mitgekriegt haben, dass es so ist, dass wir so kochen und Mund-zu-Mund-Propaganda ist eh das Beste. Die Anmeldungen kamen dann immer mehr auch wegen der Küche bei der Kita, wegen dem guten Essen. Und wir hatten unsere Vorstellungen, was wir alles für die Kinder wollten. Und es ist tatsächlich so, dass die Kinder natürlich auch die Lebensmittel sehen, vom Rohzustand bis zum Bratling oder Gemüse, wie es dann verarbeitet auf den Tisch kommt. Und da waren dann doch viele, viele Eltern, man glaubt es nicht, gerade junge Leute, doch sehr interessiert und haben gesagt, das ist toll und das wollen sie unterstützen und das wünschen sie sich für ihre Kinder. Und ich habe gemerkt, dass es auch völlig in Ordnung ist, dass die Eltern, weil ich selber ja die Töchter habe, viel arbeiten müssen und sich darum kümmern
wollen oder auch das Verständnis dafür, dass sie sich Gedanken machen, was kriegt mein Kind da zu essen. Ich schaffe es früh kaum, die ganzen Brote zu schmieren. Wenn ich schon 3 Kinder habe, dann schon gar nicht mehr. Und mir selber auch noch was Gesundes einzupacken. Sondern ich bin froh, wenn ich nichts mitschicken muss, sondern das Kind geht, hat ein wunderbares Essen vom Frühstück bis zum Nachmittag und ein gute Getränke und braucht keine Brotdosen mitnehmen und keine Wasserflaschen oder Sonstiges, die man wieder spülen muss und die irgendwo dann immer verloren gehen. Und das war auch der Grund, dass die damalige Leitung und das Kita-Team gesagt haben, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen nicht mehr, dass die Kinder am Tisch sitzen und ihre Brotdosen aufmachen. Jeder hat was anderes drin. Der eine hat was Gesundes drin. Dann will es der andere hat dann die Milchschnitte drin. Dann will es der andere. Dann hatten sie immer diese Streitsachen auch noch zu bewältigen. Oder manche hatten gar nichts drin. Und dann war die Dose weg und dann gab es auch diese Problematik. Dann hat man das abgeschafft und hat gedacht, man bestellt einen Caterer. Dann war es aber auch nicht viel besser, weil das Essen entweder nicht so war, wie es die Kinder gewohnt waren oder wollten. Es war oftmals gemischte Aufläufe oder Suppen oder sowas, wo die Kinder nicht gewohnt waren. Und oder Jägerschnitzel. Genau. Ja, genau. Das gibt's auch. Genau. Oder das Essen vom Metzger oder vom Altenheim, das sie dann für die Kindergärten geliefert haben. Und entweder es kam rechtzeitig, wenn man Glück hatte, oder es war gar nicht richtig angeliefert und es war zu kalt oder sonstiges. Sie hatten mehr Scherereien als sonst was. Auch die Bestellerei war nicht ohne. Der eine wollte mit Laktose, der andere ohne. Und die Eltern, 3 Tage durften sie mitessen, 3 Tage nicht. Und also es war sehr kompliziert. Und deswegen haben sie das Ganze geändert. Und als wir mit unserer Küche das so machen konnten, dass wir gesagt haben, wir kochen und wir backen und wir machen alles in Bio-Qualität, weil was soll man denn nicht in Bio machen? Was will man denn einem Kind geben, das gespritzt ist? Das will kein Mensch, das wollen keine Eltern und das will auch kein Koch, sondern er sagt, wo soll ich denn anfangen zu streichen? Ich will natürlich die Bio-Kartoffeln, ich will auch das Bio-Getreide, ich will auch die Bio-Butter und die Bio-Milch und viel mehr brauchen wir dann auch gar nicht mehr. Gell? Also das war dann schon alles fast, natürlich das Gemüse und so weiter. Und von daher konnten wir eigentlich von Anfang an sagen, wir machen alles in Bio-Qualität. Wir haben dann auch die Zertifizierung ganz schön schnell geben lassen, weil wir gesagt haben, das ist so ein Markenzeichen für uns und das wollte ich auch einfach, dass das ganz klar benannt wird, dass wir hier kontrolliert werden und dass das auch nicht nur so gesagt wird, sondern auch stimmt. Dann kamen immer mehr Anfragen für Hospitationen, dann Anrufe, wie macht ihr das, können wir mal kommen? Und der Kindergarten hat natürlich irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss, das geht nicht, dass da dauernd Leute durchlaufen, ihr habt ja hier zu kochen und ihr wollt alles gut schaffen, aber was machen wir denn? Und dann haben wir gesagt, naja, wir halten jetzt schon Fortbildung, aber dann haben meine Kinder zu mir gesagt, Mensch, Mama, schreib mir das doch auf. Ich hatte auch glücklicherweise ein bisschen gute Familienhintergründe mit Verlag und so weiter, sodass ich gesagt habe, okay, wenn ihr mir helft, schaffe ich das. Und die Katharina hat mich nicht nur beraten, immer wieder, sondern meine anderen Töchter haben, die eine hat Korrektur gelesen, die andere hat die ganze Sache aufgeschrieben. Und was ich Ihnen erzählt habe. Und dann ist ein Buch entstanden, ich zeige es ganz kurz. Und zwar dieses hier, Gesund und nachhaltig kochen in der Kita. Und es ist kein Kochbuch, sondern es ist ein Leitfaden, wie man es schaffen kann. Also es sind auch Rezepte drin und man kann auch gleich starten mit ganz vielen Sachen. Aber es ist eigentlich in erster Linie, was brauche ich alles dafür? Was brauche ich an Personal? Was brauche ich an Kücheneinrichtung? Wie schaffe ich es, wirtschaftlich zu sein? Welche Mitarbeiter brauche ich? Wie sieht es aus mit Behörden, Finanzen und so weiter? Und welche Pläne müssen da sein, damit auch die Hygiene passt und auch das Lebensmittelamt froh ist, dass es so ist? Und die sind froh, dass es so ist? Und die Ausstattung und auch die Lieferzyklen. Und natürlich wollen alle wissen, wo kriegt ihr alles her? Und da erzähle ich dann immer die Geschichten, sowohl den Eltern als auch den Kindern von unserem Bauern Dieter. Also bei uns heißt er halt Dieter, nicht Hans-Jürgen, sondern Dieter. Und den kenne ich über 30 Jahre und zu dem bin ich damals gegangen, habe gesagt, Dieter, ich mache jetzt da eine Küche. Kannst du mich beraten und unterstützen und kannst du mir einen gescheiten Preis machen, damit ich das auch irgendwie hinbringe? Und dann hat er gesagt, na ja, so Pionierarbeit, klar. Und ich konnte ganz gut Preise
bekommen, ohne dass ich irgendeinen drücken wollte, weil ich weiß, was die Bauern leisten. Und das wollte ich auch auf keinen Fall, irgendwelche Verhandlungen mit irgendwelchen Feilschungen, sondern einfach das, was verlangt wird, wird bezahlt. Aber natürlich nicht, wie ich es im Supermarkt kaufe, sondern halt vom Bauern direkt. Und so haben wir es dann gemacht, dass wir gesagt haben, wir werden beliefert von den Bauern und wir werden von unserer Molkerei beliefert. Und wir haben noch einen Großhändler, der auch uns beliefert. Und so müssen wir nirgendwo hingehen zum Einkaufen, sondern bekommen alles angeliefert und haben da unsere Zyklen. Und das haben wir natürlich mit der Zeit angepasst und es passt. Und wir haben vor allem, was man für die Grünen interessant auch sagen muss, wir haben keinen Abfall. Das finde ich am sensationellsten immer, dass wir alles in Mehrwegverpackungen haben, ob das die Gemüsekisten sind, ob das unsere Milch in Riesenkannen ist, so 10-Liter-Kannen und den Quark im 5-Liter-Eimer oder auch das Joghurt. Wir haben die Eier im großen Karton, der wird wieder abgeholt und dann kommen die nächsten, werden angeliefert. Und das Einzige, was wirklich bei uns Großabfall ist, sind diese blöden Papierhandtücher, die wir nehmen müssen aus Hygienegründen, um unsere Hände abzutrocknen. Da ist der meiste Abfall, der jeden Tag entsteht. Und kleine Reste von den Tälerchen, die kommen ins Hühnereimer. Kinder wissen sowohl, dass wir im Kindergarten die Hühner haben, als auch ich sie zu Hause und nehme das mit. Und es kriegen die Hühner und das ist alles, was wir an Abfall haben. Ich habe sogar auf einen Schweineeimer, wie man es so nennt, in der Gastronomie oder so, verzichten können bis heute. Also da bin ich stolz drauf und sehr froh. Das heißt, es wird alles gegessen. Es wird mit Schale gegessen. Von daher ist auch wenig Grünabfall. Aber man hat natürlich einen Kompost und gar keine Frage. Ja, und ich bin glücklich, dass es so gut läuft und dass natürlich die Mitarbeiter auch mitentscheidend sind, ob das jetzt das KIDA-Personal ist, das hinter der Sache steht und auch die ganze Sache wirklich sehr unterstützt mit ihren Geschichten, wenn sie am Tisch sitzen und den Kindern sagen, wie die ganze Sache entstanden ist. Wenn die nicht wären, wäre es natürlich auch anders. Die essen mit. Und mit Freude mit, sind glücklich über ein gutes Essen, das sie selber auch bekommen. Es sind alles junge Frauen oder Männer, die wir haben, die auch sagen, natürlich können wir das gut vertreten, weil es ist ein gutes Essen mit einem guten Geschmack, das ihr bekommt. Und dann können wir das Kindern auch gut anbieten. Und die Kinder lieben ihre Erzieher. Und wenn die sehen, die Erzieher essen mit Freude das Essen, essen sie es auch mit Freude. Und dadurch, dass wir die Kinder ab dem ersten Lebensjahr haben, die meisten, also sind wirklich fast alle inzwischen, die mit einem Jahr kommen, in die Krippe und dann in die Kita, also in den Kindergarten überwechseln, ist das sowieso gar kein Problem, weil sie ja das Essen von klein auf gewohnt sind. Mhm. Genau. Die essen mit einem Jahr den Frischkornbrei jeden Früh mit einer Freude, haben ein wunderbares Essen bis Mittag um 11:30, 12, bis sie ihr Mittagessen kriegen und sind so lang satt und zufrieden. Die Erzieher haben ihre Ruhe, weil die Kinder nicht quengeln, weil sie hungrig sind und ab 11 gibt es dann, 11:30 dann das Mittagessen. Und auch da, das kennen sie nicht anders. Die essen das von klein auf bei uns und freuen sich drüber. Und die Eltern sind dankbar. Das muss man wirklich sagen. Die Eltern sind dankbar, sind froh und glücklich. Ja, was? Und die Kinder, was wirklich schön ist an dem selbstständigen Essen, ist auch, dass die Kinder tatsächlich so eine Tischkultur schon mitlernen auch. Also die Kinder helfen mit beim Tischdecken. Also jetzt während Corona ist natürlich alles anders, aber gehen wir mal vom Normalzustand aus. Die Kinder decken den Tisch mit. Die Kinder lernen, sich selbst auf dem Teller nur so viel zu laden, wie sie auch essen können und sich dann nachzunehmen. Und es sind keine vorgefertigten Portionen, die angeliefert werden. Die Kinder lernen auch Tischmanieren, dass man einfach sitzen bleibt und irgendwie in Gesellschaft das Essen genießt und die Kinder räumen auch den Tisch wieder mit ab. Die kratzen dann ihre Restchen in den Hühnereimer, der da steht, und stellen alle ihr Geschirr in die Schleuse zum Spülen. Die tun sich mit dem Waschlappen das Gesicht abwaschen, weil das einfach nötig ist, wenn so ein zweijähriges Kind Suppe isst oder Frischkornbrei oder so weiter. Und das gehört halt alles dazu. Und das ist einfach schön, dass die dieses Gesamtpaket sozusagen da jeden Tag mitbekommen und mitleben dürfen und damit aufwachsen können. Genau. Was auch, ja, bitte, Gisela? Nein, ich wollte bloß
Das ist noch ein bisschen was, weil jetzt musst du ein bisschen auf die Zeit schauen. Ja, soll man da das schon beantworten, was da geschrieben wird, oder soll man das machen wir gleich. Das machen ja wir. Also wenn Sie fertig sind, dann würde ich, oder Frau Popp, wollten Sie noch was sagen? Ich hätte nur noch eine Sache, die ich total entscheidend finde auch. Was wirklich viel ausmacht, ist, dass die Kinder schon früh, wenn sie in die Kita kommen, die Gerüche wahrnehmen. Ob das die Brötchen oder das Brot ist, was gebacken wird in der Früh, und aber auch die Suppe, die kommen schon früh an der Küche vorbei, halten an und rufen laut rein, was gibt's denn heute zu essen? Ne? Und freuen sich und tragen diese Stimmung der Freude dann auch schon weiter, sodass die schon im Garten riechen, was wir in der Küche kochen und das weitergeben und dadurch auch wirklich ein ganz positives Esserlebnis haben oder Verhältnis auch kriegen. Ernährungsaufnahme auch und zu ihrem eigenen Körper und das alles dürfen. Und das ist wirklich ein Glück, dass auch die Erzieher da so dahinter stehen und auch das begünstigen, dass sie eben sehen, das Kind ist satt oder so diese Dinge. Welches Kind darf heute schon zum Frühstück und zum Mittagessen eine halbe, dreiviertel Stunde brauchen? Das wird doch gehetzt normalerweise in der Früh. Du musst schnell, schnell machen, wir müssen los. Mittag, wir müssen schon wieder weiter zum Nächsten. Und die dürfen hier sich Zeit nehmen, dürfen Tischgespräche führen, können mit ihrem Nachbarn lustige Sachen erzählen, aber sie können auch höflich lernen zu fragen, kannst du mir bitte die Schüssel mit den Kartoffeln geben? Und es sind so viele pädagogische Gedanken mit drin in dieser ganzen Arbeit, dass es einfach Freude macht. Jetzt höre ich mal auf und warte mal auf die Fragen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, es geht ja vor allem darum, um eine Wertschätzung. Das hat man ja bei der Familie Mohl, war das ja ganz wichtig. Ich glaube, Herr Mohl, Sie beliefern ja auch ein paar Einrichtungen, gell? Ein paar Kindertageseinrichtungen. Und dass man einfach gegenseitig die Wertschätzung, dass man sich auch bemüht, das, was regional gibt, vor Ort gibt, was da produziert wird, dass man das auch sich anschaut und möglichst nimmt und so weiter. Also diese ganze regionale Wertschöpfung und auch die regionale Wertschätzung sozusagen. Und das finde ich also ist sehr, sehr schön. Jetzt haben Sie schon ein paar Fragen angesammelt und jetzt übergebe ich an die Frau Steinberger. Die wird jetzt die Fragen die wird die Moderation machen, was die Fragen betrifft. Und ab und zu werde ich mich vielleicht auch noch einschalten, wenn ich den aus politischer Sicht einen Kommentar dazu abgeben möchte. So, liebe Rosi, bitte übernimm du jetzt die Fragerunde. Ja, vielen Dank, Gisela. Ich übernehme. Wir machen das ja so, also ich moderiere jetzt die Diskussion, weil ja unsere Zuschauerinnen die Fragen gar nicht sehen, sondern nur wir sehen die, und ich würde die einfach der Reihe nach aufrufen und sie dann bitten, sie zu beantworten. Aber ganz kurz am Anfang will ich schon sagen, dass mich das jetzt total beeindruckt hat, mit welcher Liebe hier Lebensmittel hergestellt werden und mit welcher Liebe Lebensmittel verkocht werden. Weil ich glaube, das ist was, was uns in der Gesellschaft immer mehr abhanden gekommen ist, der Bezug zum Essen. Und wie schön es doch ist, mitzubekommen, wie Essen gekocht wird, dass man ein frisch gebackenes Brot riechen kann. Also für uns als Erwachsene, wenn ich einen Kaffee rieche oder wenn ich mir ein Bier einschenke und mich darauf freue. Also diese Freude, Essen zuzubereiten und das Essen selber ja auch ein Genussakt ist. Und das geht uns so verloren, und es ist sehr schön, dass Sie das den Kindern von Anfang an beibringen, weil ich habe so oft schon mitbekommen, dass jetzt junge Erwachsene sagen, naja, Essen, irgendwas reinschieben, egal, jeden Tag Pizza, egal, Hauptsache man wird satt. Und dass es so viele angenehme Begleiterscheinungen beim Kochen und beim Essen gibt, dass Sie das den Kindern beibringen, finde ich super, ganz toll. Jetzt fange ich an mit den Fragen. Die erste Frage. Ich glaube, der Mario ist da. Könnte es sein, dass der Mario ist? Darf sich der Mario noch vorstellen, Rosi? Ja, aber gern. Also wenn der Mario Mohl mag, kann er sich schnell noch vorstellen, bevor wir an die Fragen gehen. Bitte, gerne. Hallo. Fertig mit der Arbeit. Ich weiß nicht, was mein Vater jetzt schon gesagt hat. Und hast du mich schon vorgestellt? Oder? Nein, ich habe dich nicht vorgestellt. Ich habe nur gesagt, vielleicht kommst du. Ja. Also ich bin der Mario Mohl, der Sohn von Hans-Jürgen. Bin 23 Jahre alt. Habe die landwirtschaftliche Ausbildung gemacht auf einem konventionellen Betrieb und auch einem Biobetrieb. Wobei ich auch sagen muss, dass man das auch, oder dass ich das nicht bereue, dass ich auf einem konventionellen Betrieb gelernt habe, um einfach mal die andere Seite zu sehen. Weil die wirtschaften ja auch nur, weil sie es müssen, oder die machen es ja auch nicht unbedingt, weil sie da, also
überzeugt sind davon, sondern weil sie halt ja der Meinung sind, dass das Preis, also halt, weil es ist halt nicht gezahlt kriegen, das Bio, ne? Und dann auch am Biobetrieb nochmal gelernt, wo was sehr interessant war, das war in Ingolstadt unten, also auch in weiter weg. Danach war ich in Australien auf einem großen Betrieb, 20.000 Hektar, um einfach mal die andere Seite der Welt zu sehen. Hat jetzt quasi mit Bio oder so weniger zu tun, weil einfach, ja, war wegen Gaudi und um halt einfach mal, ja, was anderes zu sehen. Und in Australien zum Beispiel, ja, wenn du dann gesagt hast, ja, wir haben Erderwärmung oder wir haben ein wenig ein Problem in der Umwelt, und dann sagen die, ja, sowas gibt's nicht, das ist alles bloß Spielerei, das ist, ja. Die haben ein bisschen eine andere Einstellung, sag ich mal, wenn du da von Deutschland kommst und mit den ganzen Sachen konfrontiert bist, da drüben im Outback, da bist du 100 Kilometer von der nächsten Zivilisation weg. Ja, die leben da völlig abgeschlossen und haben da andere Ansichten. Genau, und danach habe ich dann daheim ein halbes Jahr gearbeitet und dann war ich in der Ausbildung, in der Meisterschule in Landshut. Das ist quasi, in Bayern gibt es zwei Meisterschulen, das sind reine ökologische Meisterschulen. War sehr interessant und sehr lehrreich. Ich fand jetzt von den Lehrkräften, meine Meinung, oder so habe ich jetzt weniger, weil ich halt schon trotzdem mich immer wieder wegen weitergebildet habe. Aber was man halt richtig gelernt hat, ist von den Kollegen. Du hast ganz bayernweit einfach verschiedene Betriebe, wir waren 25 Betriebe, was du da gelernt hast, also von jedem, das möchte ich überhaupt nicht missen, weil das war wirklich top. Und man, ich weiß ja nicht, inwiefern da die Abgeordneten ein bisschen können da ab, ist es so an die Hand oder sagen wir mal in die Verantwortung genommen, weil diese Schulen, die stehen gut da, sagen wir mal, als Schule, die haben brutalen Zulauf, die haben vor 2 Jahren haben sie, glaube ich, noch jedes Jahr eine Klasse gehabt, jetzt haben sie schon 2 Klassen, die haben jedes Jahr immens viele Anmeldungen. Und die konventionellen, also den konventionellen Meisterschulen ist es ein Riesendorn im Auge, weil die teilweise Schulen zumachen müssen. Die Bioschulen, die haben brutal, also ja, die stehen halt top da. Die Schüler sind zufrieden, jeder ist begeistert. Viele konventionellen wollen sogar auf die Schule gehen, weil sie einfach sagen, ja, da lerne ich noch richtig was Neues auch. Und ja, da muss man ein bisschen aufpassen, weil ja, die normalen Meisterschulen, die wollen es ein bisschen zerstören, das Ganze, sag ich mal. Weil das dann ein bisschen ein großer Dorn im Auge ist. Genau, und da war ich dann 3 Semester, also quasi 1,5 Jahre dort. Ja, viele, viele tolle Menschen kennengelernt, auch Betriebe, wo man jetzt noch richtig Kontakt dazu hat, wo man auch sich austauscht regelmäßig, wo man auch gemeinsam sogar Sachen macht, obwohl man teilweise 200 Kilometer entfernt ist, wo man sich dann hilft auch mal, wenn man mal, ja, Kartoffeln oder so, mal Saatgut zu kaufen oder so Sachen. Also es ist ein wahnsinnig gutes Netzwerk, was ich so mitgekriegt habe, aber bei meinen Freunden, die jetzt auf der konventionellen Schule waren zum Beispiel, ist es überhaupt nicht so. Da hat jeder Angst gehabt, dass der andere was erfährt oder dass man nichts sagen darf, weil der Nächste ist ja bloß 10 Kilometer weiter oder so. Da könnte der irgendwo was von einem, ja, wie sagt man, abschauen oder man könnte irgendwas verraten. Bei uns in der Schule war das einfach, jeder hat jede Zahl offengelegt. Du hast bei jedem mal reinschauen können, hey, wie läuft das, wie schaut das aus. Da hat keiner vor irgendjemandem was verheimlicht. Und da muss ich immer sagen, da ist der Bio oder ja, Bioanbau oder auch die Schulen, das ist halt einfach was ganz was anderes. Das Gleiche merkt man ja jetzt auch hier bei Betrieben, als Biobetrieb. Da kann man immer mal an anderen fragen, da kriegt man immer mal einen Tipp oder man kann mal Maschine ausleihen. Aber bei konventionellen, da ist immer das, ja, irgendwie hat immer jeder Angst, dass man was abschaut, dass man was glauben können, was besser machen können. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Genau, und jetzt bin ich seit quasi einem Jahr, bin jetzt mit Hans-Jürgen und meinem Vater, sind wir jetzt quasi daheim und schauen halt quasi, dass wir den Betrieb, quasi mit den Kartoffeln, dass wir es weiterbringen. Jetzt habe ich heuer Zwiebeln ausprobiert, weil einfach das Ganze voranbringt und ja, gut gestaltet. Und ich denke, ich bin auch immer der Meinung, dass wenn man was Gutes macht, so wie wir das eigentlich machen oder Papa macht, dann hat man ja nichts zum Jammern. Es läuft, man ist zufrieden, man baut was Gutes an,
Man verdient am Ende des Tages auch was, das ist ja einmal wichtig, man, ohne Geld geht es nie. Man kann, hat Freizeit, man kann investieren, man hat halt einfach, das passt, sag ich mal. Und das finde ich immer, die Biobetriebe sind halt auch einfach, denen geht, die haben das Gefühl, denen geht es besser, ne? Oder die haben, sind zufriedener, sag ich mal, bei den Konventionellen ist immer so, ja, die haben immer Angst irgendwie, dass jemand ihnen was vorschreibt von der Regierung oder alles, ist, ja, es ist erstmal alles scheiße, sag ich mal, ne? So, wenn man's, macht, genau. Genauso wenig halte ich auch was vor Demonstrationen oder so, wo ich manchmal sage, das ist mir halt einfach, ja, jeder hat selbst in der Hand, sag ich mal. Jeder kann ja anbauen und verkaufen und an den Endkunden gehen. Das kann ja jeder machen, aber wenn man meint, man muss da für einen großen Stiel anbauen und an die Mühle liefern oder an die BayWa, sag ich mal, da bist du einer von Tausenden, du bist ja niemand, sag ich mal. Aber wenn du am direkten Verbraucher bist, dann hast du den Austausch, der Kunde sagt dir gleich, hey, pass auf, das war jetzt nicht so gut oder das war gut oder was ist da los, der Qualität oder so. Und dann, aber man ist im Austausch, sag ich mal, ne? Genau. Genau. Ja, super. Also vielen Dank. Das war jetzt nochmal toll. Also die frische junge Sicht zu hören, finde ich klasse. Also finde es toll, was ihr macht. Und jetzt, Rosi, bitte, jetzt glaube ich, gehen wir in die Diskussion einsteigen. Genau, ja, vielen Dank für den Einblick. Ich komme ja aus Landshut, insofern hat mich das jetzt sehr gefreut. Und vielleicht können wir hernach mit der Gisela noch drüber reden, über die Situation der Ausbildung der Landwirte, weil da sehen wir ja auch, dass zum Beispiel, was Ökolandbau angeht, ein Nachholbedarf wäre. Jetzt fange ich aber jetzt mit den Fragen an. Und zwar ist die erste Frage, geht an den Herrn Mohl. Wie viele Fläche bewirtschaftet Ihr Betrieb? Also unser Betrieb hat 20 Hektar. Aber wir sind in Kooperation mit anderen Biobetrieben und tauschen halt die Flächen aus. Also, weil, wie schon gesagt, wir haben 8 Hektar Kartoffeln und von der Fruchtfolge her und von dem Ganzen müssten wir ja eigentlich, ja, 50, 60 Hektar haben. Aber das ist schwierig hier. Zum einen ist bei uns hier im Dorf, also ist kein Bewusstsein von den Verpächtern da, also die Flächen biologisch bewirtschaften zu wollen. Also es ist ganz schwierig, also als Biobetrieb Flächen zu bekommen, weil einfach, ja, also, ja, wir, ja, aber, ja, na, okay, ja, ja. Ist ja egal. Also auf jeden Fall haben wir Kooperation mit 2 anderen Biolandbetrieben und tauschen nur die Flächen und von daher haben wir jetzt, und wir versuchen ja alles direkt zu vermarkten und von daher müssen wir jetzt ja keine Hunderte von Hektar bewirtschaften. Mhm. Also, wir würden natürlich gern, sage ich mal, mehr Flächen machen, welchen biologischen, weil ich sage mal, es gibt nichts Schöneres, wenn ich draußen in die Flur fahre und die ganzen Flächen werden biologisch, das wäre so meine Wunschvorstellung, dass man, wenn man draußen rumfährt, das sind alles Bioflächen. Aber so hast du halt doch immer noch, da ist wieder nochmal eine konventionelle und da. Und aber wie schon gesagt, unsere Flur hier in Absdorf, ich meine, wenn sie kommen wären, dann hätten wir ja so eine Tour durch diese, das ist ja eine kleinstrukturierte Flur. Aber trotzdem, sag ich mal, 40% der Flächen werden biologisch bewirtschaftet mit den Kollegen zusammen. Und da arbeiten wir ja zusammen, tauschen uns aus. Und ja, aber sicherlich wäre der Wunsch, also das mehr Bio machen oder also mehr Betriebe. Aber das ist natürlich eine Illusion, wenn man jetzt hier bei uns im Dorf schaut. Mein Sohn ist der Einzige, der noch Landwirtschaft macht und dann noch sein Freund, der ist ein konventioneller Betrieb. Das sind die Einzigen, die noch Landwirtschaft machen. Wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, wer macht in 30 Jahren hier noch Landwirtschaft? Haben wir schon jetzt so wenig? Haben wir eigentlich nur 2 Vollerwerbsbetriebe hier im Ort und das sind 2 Biobetriebe, also direkt hier in der Ortschaft und der Rest ist Nebenerwerb oder so nebenbei, aber die hören alle auf. Also die werden das, glaube ich, weil die, es ist eigentlich schade drum, weil eigentlich früher, wenn man vor 30 Jahren auf die Flur rausgegangen ist, da waren so viele Bauern draußen und jetzt ist man eigentlich alleine draußen auf der Flur. Oft. Und gerade wir ja sowieso, weil wir ja noch Handhacke machen und mit den Schlepperhacke oder Handernte Sachen. Aber man trifft einfach keine mehr draußen. Nur noch Radfahrer, Spaziergänger, Jogging, Walker, Hundeausführer. Das ganze Spektrum halt. Aber wer mit der Natur arbeitet draußen, eigentlich schade, sage ich jetzt einmal. Okay, jetzt habe ich die Frage natürlich rundum. Ja, vielen Dank, aber so ist es immer. Ich hätte dann gleich die zweite Frage und die Frage geht an die Frau Popp. Und zwar, weil Sie vorher gesagt haben,
Das Amt für Ernährung würde da Vorgaben machen, da ging es um Fleisch und Fisch und dass das so schwierig wäre. Vielleicht können Sie uns das nochmal sagen. Was gibt es da für Vorgaben vom Amt? Ist das jetzt, wenn jemand neu anfängt, eine große Hürde? Nein, das würde ich so nicht sagen. Das Amt für Ernährung hat halt auch einen Leitfaden und auch eine Empfehlung. Und die ist auch richtig und sinnvoll, weil die sich natürlich Gedanken machen, was braucht ein Kind oder was brauchen Schulkinder, was brauchen Kindergartenkinder, was brauchen Krippenkinder. Und da kennen die sich sehr gut aus. Und deswegen sagen sie, sie empfehlen einmal die Woche noch Fleisch. Zu unserer Anfangszeit war das natürlich noch was anderes, da war es noch mehr. Das ist jetzt auch reduziert worden. Das finde ich auch sehr sinnvoll und sehr gut. Und sie empfehlen auch Fisch einmal die Woche. Aber wir sind auf dem Standpunkt dadurch, dass wir so arbeiten, wie wir arbeiten und so kochen, wie wir kochen, ist es nicht notwendig, dass die Kinder bei uns während dem Tag Fleisch und Fisch bekommen. Das heißt aber nicht, dass die daheim vegetarisch essen müssen, sondern das heißt, wir machen es so und wenn die daheim ihr Wurstbrot oder ihr Wienerle kriegen oder am Wochenende auch ihr Schnitzel, dann ist das wunderbar, dann haben sie das, aber auch eben nicht zu viel. Weil die meisten Kinder, das weiß man, essen einfach zu viel Fleisch und zu viel tierische Fetteprodukte. Und von daher hat sich das ganz gut ergänzt. Und dadurch, dass wir alles frisch und zubereiten, in dieser Qualität werden die Nährstoffe, die die Kinder brauchen, den Kindern trotzdem gegeben. Wir verzichten nicht auf Ei und auf Milch und auf Quark, sondern die bekommen diese Lebensmittel und dadurch fehlt es ihnen auch an nichts. Und dadurch, dass wir Hülsenfrüchte einsetzen regelmäßig und das Getreide frisch vermahlen zum Brotbacken und auch für die Bratlinge, sind die sehr, sehr nahrhaft und sehr wertvoll. Und dann ist es nicht notwendig. Deswegen haben wir das auch belassen bei diesem Vegetarischen, weil wir gesagt haben, das Essen ist so teuer genug, dadurch, dass es so wertvoll ist, dass wir da auch jetzt nichts dran ändern. Weil sonst wird es irgendwann für die Eltern doch zu teuer. Und da wäre so ein Faktor auch, wo ich immer noch nach Möglichkeiten suche und immer auf der Suche bin, wie kann man denn das schaffen, die Politik auch zu beeinflussen, dass man vielleicht da mal Gedanken sich macht, unterstützend für die Kitas tätig zu sein. Dass man sagt, Mensch, kann man nicht so ein wertvolles Essen bezuschussen in irgendeiner Form, sodass es für alle leichter wäre, das zu machen. Weil es ist immer wieder natürlich der Kostenfaktor, der Ausschlaggebende. Ja, Gisela, sag du. Das war jetzt, glaube ich, eine Wortmeldung von der Gisela dazu, oder? Ja. Habe ich das richtig gesehen? Wenn ich darf, ganz kurz. Ja. Ich bin ja seit 2013 im Bayerischen Landtag und ich war in der letzten Legislaturperiode auch im Bildungsausschuss und im Agrarausschuss. Und da haben wir auch schon sehr mit Verpflegung beschäftigt. Und da haben wir einen Gesetzentwurf gestellt, dass wir das Schulessen, dass das der Staat bezahlen soll, weil wir da erstens die Kinder auffangen, es gehen ja Kinder hungrig in die Schule oder kriegen kein Essen mit fürs Schulessen, was wirklich traurig ist. Und dann könnte man auch bestimmen, was da gekocht wird. Also da kann man nämlich Standards festlegen. Weil jetzt ist es ja so, es wird quasi jeden Träger, jeder Schule, jeden Sachaufwandsträger, es sind ja meistens die Kommunen, überlassen, was sie für ein Essen anbieten. Es gibt keinen verpflichtenden Standard. Und das finde ich eigentlich schon skandalös, weil man denkt, für jeden Schmarrn gibt es irgendeine DIN-Norm. Aber für sowas Wichtiges wie für das Essen unserer Kinder und Jugendlichen gibt es keinen Standard. Es gibt nur Empfehlungen. Und wenn aber der Staat das bezahlen würde, könnte er einfach auch den Standard festlegen. Gut, ich meine, das ist eine finanzielle Frage, das ist ganz klar. Das kostet natürlich Geld, müsste man vielleicht an anderen Sachen sparen. Aber es ist natürlich immer so, das ist eine politische Entscheidung. Für was gibt man sein Geld aus? Wir Grüne sagen, wir würden es für ein Schulessen ausgeben. Ist natürlich abgelehnt worden damals, aber bei dem Thema bleiben wir auf alle Fälle dran. Man könnte sich auch ausdenken, dass man sagt, man zahlt einen Aufschlag für Bioessen oder irgendwie so, dass man mal so anfängt. Aber das wollte ich bloß reinwerfen, ist ganz klar eine politische Aufgabe und von uns auch eine Forderung. Schön. Ja, jetzt machen. Vielen Dank, Gisela. Die nächste Frage geht auch an die Frau Popp, nämlich war die Frage, nutzen Sie Convenience-Produkte? Nein.
Schlicht und ergreifend nein. Gut, danke, ja, das haben wir schon gedacht. Ja. Damit ist es aber auch ausreichend geklärt. Bitte? Wirklich gar nichts. Ich meine, Convenience ist ja auch schon mal vorgeschälte Kartoffeln oder wie auch immer. Nein, aber auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall, weil bei der Kartoffel bleibt die Schale dran. Ja, genau. Nee, überhaupt nicht. Also wir machen sowohl die Aufstriche, die die Kinder kriegen selber, als auch das Brot, wie gesagt, und alles andere, ja, auch die Soßen. Ja, wir verwenden auch keine Fertigsoßen, nichts dergleichen, gar nichts. Toll. Schmeckt gut, unser Essen. Die nächste Frage an den Herrn Mohl. Interessant, kann man von knapp 20 Hektar hauptberuflich leben, noch dazu zwei Generationen? Ich denke schon. Ich denke, wir können eigentlich, was heißt sehr gut, aber auf jeden Fall, wir können so leben, damit wir zufrieden sind mit der Landwirtschaft. Und ich stelle es halt mal so dar. Also es ist halt, wenn ich jetzt halt die Kartoffel anschaue, also momentan Kartoffelpreise, wenn man das aber so vergleicht, wie Kartoffeln vermarktet werden. Wenn ich jetzt Kartoffel, also jetzt konventionell momentan, wenn ich Kartoffel vermarkte und Großhandel, kriege ich für das Kilo 10 Cent. Biomäßig kriege ich 35, 40 Cent. Vermarkte ich das dann? Also sagen wir mal, es ist natürlich, weil, ich muss jetzt auf den Punkt bringen, auf jeden Fall ist es abhängig, wie ich vermarkten tun, ob ich von meinen Produkten und von meinem Betrieb leben kann. Da wir ja alles direkt in Lebensmitteleinzelhandel vermarkten, haben wir schon mal diesen Großhandelsaufschlag, da wollte bei Kartoffel 30, 40 Cent sind. Und so wir halt im Durchschnitt statt diese 30, 40 Cent, also 80, 90 bis zu 1 Euro haben für Kilo Kartoffeln. Und von daher, sage ich mal, ist das schon, wir haben eine ganz andere Wertschöpfung, muss man eigentlich sagen, durch unser Vermarktungssystem. Natürlich macht es mehr Arbeit, aber die Arbeit wird ja bezahlt. Das ist ja immer, also es passt für uns. Und wie schon gesagt, ich habe ja am Anfang gemerkt, eigentlich viel zu wenig Landwirte. Und ich muss mir ja dann immer anhören, ja, wenn alle das machen würden, ja, warum machen sie es nicht? Und ihr Biobauern, ihr habt es leicht. Ja, warum machen sie kein Ökolandbau, sage ich? Warum? Man kann ja das Ganze umdrehen. Also es ist ja nicht so, es ist ja alles freiwillig, wie wir vermarkten, wie wir wirtschaften. Es ist in Bayern, in Deutschland nicht verboten. Ist ja wie bei euch in der Küche auch so. Also natürlich, klar, da muss man viel vorahmen. Und in der Landwirtschaft ist das Gleiche. Also eigentlich müssen es viel mehr machen oder sollten es auch viel mehr machen. Und ich sage mal, wir Biobauern haben da jetzt ja keine Probleme. Also ich habe auf jeden Fall kein Problem, wenn mehr auf Ökolandbau umstellen. Weil das andere wäre ja, wir hätten auch wieder mehr Synergieeffekte. Wir haben ja jetzt ja momentan 10-12% Ökolandbau. Wenn wir 30-40% hätten, sind ja auch diese, also die, wo halt jetzt ja nicht direkt vermarkten, aber die Erfassungskosten, viele andere Strukturen, die würden dadurch ja auch günstiger werden. Oder wir hätten vielleicht eine andere Marktmacht auch gegenüber dem Handel und dem Verarbeitern. Also es ist ja nicht immer alles schlecht. Es ist ja auch vieles, kann man ja positiv entwickeln. Man ist ja momentan in der großen Politik dabei, also die großen Handelsriesen, ob es Edeka, Rewe und so, ein bisschen auf die Füße zu treten, dass die mit uns Bauern nicht alles machen können, was sie wollen. Und ich denke aber, das sind natürlich wir Bauern auch gefordert, dass wir da einfach uns viel mehr da einbringen. Also ich sage einmal, man hat es ja so die letzten 40 Jahre in der konventionellen Landwirtschaft so mitgekriegt, das war ja eher so ein Abliefern. Man hat ja eigentlich seine Ware abgeliefert. Man hat nicht verkauft. Ich meine jetzt, klar, jetzt kommt es mehr. Ich meine, die großen Betriebe machen das schon im Kommen. Aber viele Betriebe einfach, die befassen sich nicht mit ihrem Produkt. Ich denke, man muss sich einfach da auch, das, was ich anbaue, auch ein bisschen mehr drum kümmern. Ist sicher, ist es immer leicht gesagt, aber trotzdem sich einfach mit dem befassen. Und okay, ja, und also wie schon gesagt, wir können jetzt ja momentan gut leben. Wir würden, ja. Ja, vielen Dank. Und Sie haben ja auch die 30% angesprochen. Im Volksbegehren steht ja drin, dass ja der Landtag angenommen hat, 30% Biolandbau in Bayern ist das Ziel. Da wollen wir hin. Das müssen wir auch schaffen. Jetzt habe ich eine Frage an die Frau Popp. Ganz einfache. Was kostet das Essen bei Ihnen? Also, ich muss sagen, bis vor kurzem haben wir das Essen noch in unserem Kita-Beitrag drin, sodass es überhaupt keine extra Ausweisung gab, was ich persönlich am tollsten fand, weil dann hat keiner das Gefühl gehabt,
wie soll ich sagen, sich zu entscheiden auch. Ja, sich zu entscheiden, genau. Weil alle Kinder bei uns mitessen. Ja, alle. Es ist jetzt so, dass nicht nur die Kinder, sondern auch die Mitarbeiter mitessen und die ganze Sache muss ich ja auch tragen. Das war am einfachsten, wenn alle mitessen, weil dann kann ich eine große Menge kochen. Je mehr ich koche, desto billiger wird das Essen. Inzwischen haben wir gesagt, wir weisen das Essen aus. Also es hat unser Träger entschieden. Und es bedeutet, dass die Eltern im Monat an Essensgeld 92 Euro bezahlen. Und zwar für Frühstück, Mittagessen und Nachmittagssnack in Bioqualität. Und das ganze Jahr durch. Also die zahlen jeden Monat die 92 Euro. Das bedeutet, wir haben ungefähr einen Tagessatz von 4,50 Euro. Da ist aber dann auch alles mit abgedeckt. Das heißt, da sind die Gehälter drin, die Mitarbeiter bekommen. Das ist das gute Essen, also die gute Qualität drin. Da ist die Miete, Strom und Wasser anteilig drin und auch diese ganzen Kosten, die man sonst hat bei einer Küche. So sind die Kosten. Das hört sich vielleicht viel an, aber wenn man überlegt, dass jeden Tag 4,50 Euro, was kann man dafür kaufen? Wenn man jetzt das Kind früh beim Bäcker anhält und kauft mal noch eine Tüte mit zwei Sachen drin, dann ist man schon mal bestimmt 3 Euro los und dann hat es aber nichts Gescheites dabei. Und dann fehlt das Mittagobst auch noch und es ist einfach kein gutes Essen. Das weiß man. Genau. Ja, eine Frage hätte ich noch. Wer ist denn eigentlich der Träger von dieser Kita? Die Evangelische Kirche. Ah, vielen Dank. Genau. Ich habe gleich noch eine Frage an Sie, Frau Popp, nämlich wie viele Mitarbeiter arbeiten bei Ihnen, MitarbeiterInnen? Ja, also wir haben eine Vollzeit-Küchenleitung und haben eine Teilzeitkraft dabei. Und dann habe ich noch, weil ich in dem Bereich früher gearbeitet habe mit den behinderten Menschen, mir gewünscht, zwei Mitarbeiter mit Behinderung noch mit dabei zu haben, die da einen wunderbaren Außenarbeitsplatz gefunden haben. Normalerweise wären sie in der Werkstatt und konnten bei uns einsteigen und haben sich das auch gewünscht und sind sehr glücklich mit der Arbeit, weil sie da sehr eigenständig und selbstständig arbeiten dürfen, sehr wertgeschätzt werden und eine abwechslungsreiche Tätigkeit haben. In der Werkstatt war es halt so, da hat unser Mitarbeiter in der Metallwerkstatt halt Sachen sortiert oder wie es halt so ist. Oder auch die junge Frau, die wir haben, die hat in der Wäscherei gearbeitet, war auch schön, aber sie wollte einfach mehr Lebendigkeit haben. Und so kann sie eigenständig, weil ich die Rezepte angepasst habe, ich habe sie in einfacher Sprache geschrieben, auch groß genug, weil unser Mitarbeiter ist sehbehindert, sodass sie alle damit arbeiten können, auch wenn wir mal zum Beispiel eine Stellvertretung haben, dass mal Eltern was helfen müssten zum Beispiel oder eine Praktikantin da ist, die könnten das genauso nehmen und ganz einfach lernen, wie man da ein Brot backt, weil es einfach in einfacher Sprache ist und nicht kompliziert. Ich habe auch die Geräte dementsprechend angepasst für die behinderten Mitarbeiter, weil ich der Meinung bin, es ist am einfachsten mit einem Ofen zu arbeiten, der kein Computer ist, sondern den man nur einen Schalter anmacht und wieder ausmacht. Und so ist es möglich, dass auch diese Menschen da gut arbeiten können. Und es geht und es funktioniert. Ja, wunderbar. Noch eine Frage an Sie. Ja. Gibt es auch Besuche der Kindergartenkinder bei den Bauern, mit denen Sie kooperieren? Ja, das hatten wir bis Corona kam auch gemacht. Also jedes Jahr zu unserem Bauern gefahren. Ja, Gisela? Ach so, okay. Und wollen auch das abwechselnd wieder machen, dass wir zu unserem Imker fahren, dass wir zu unserem Eierlieferanten fahren. Das wird auch alles wieder passieren. Und es macht den Kindern auch sehr viel Spaß. Ja. Gisela, jetzt habe ich dich gesehen. Ich will bloß ganz kurz zwischenfragen. Macht ihr das auch? Familie Mohl, kommen zu euch eigentlich auch Schulklassen oder Kindergartenkinder oder würdet ihr das machen oder findet ihr das anstrengend oder macht ihr das? Doch, machen wir immer Fremdsdorfer Kindergarten, wenn immer Kontakt zu gewissen Personen oder über Ding ist, dann halt so Kartoffelernte, Kürbisernte, solche Geschichten machen wir mit den Kindergartenkinder. Oder natürlich, wir machen alle 5 Jahre machen wir ein großes Hoffest, wo wir natürlich dann die Verbraucher alles einladen und das Ganze, aber
Oder es waren halt ja die von anderen von höheren Schulen, waren auch schon die jungen Erwachsenen da, um sich halt über Ökolandbau zu informieren. Also Haushaltsschulen und so Sachen. Aber mit dem Kindergarten machen wir immer wieder Aktionen, weil das ist einfach, traurig ist natürlich, ich sage mal, wenn ich das so sagen darf, ich glaube bei der letzten Aktion vor 2 Jahren, die Kinder sind halt alle hergefahren worden und dann sollten sie von den Eltern abgeholt werden und irgendwie, das war dann, also ein paar Eltern sind dann gekommen, aber die anderen haben dann ihr Kinder, wie die Frau, halt so, haben wir keine Zeit, ne? So mal ein bisschen am Smalltalk, weil die Kinder wollten eigentlich gar nicht fortgehen, die wollten noch ein bisschen da bleiben, sich noch ein bisschen umschauen und die Eltern, die waren schon wieder total im Stress, weil eigentlich müssten wir das ja mit den Eltern zusammen, ich habe es mit den Eltern zusammen auch schon gemacht, früher mit so einem Waldorf-Kindergarten, weil nur die Kinder, die finden das toll, aber die Eltern sollen das ja auch mitkriegen, weil die kennen das ja auch. Wir hatten noch Bezug zur Lebensmittelproduktion, oder? Das ist ja das Schade, ne? Ja. Darf ich dazu gleich was sagen? Ja. Ja. Es ist sogar so, also das, was Sie sagen, Hans-Jürgen, ist genau richtig. Erstens wollte ich sagen, dass bei uns die Kinder glücklicherweise auch in unserem eigenen Garten ganz viel anbauen können. Da haben wir auch von den Pädagogen ganz tolle Menschen, die das machen mit den Kindern. Die ziehen die Pflänzchen aus dem Gurkenkernchen und auch den Kürbis bauen sie an und dürfen das versorgen und pflegen. Wir haben unseren ganzes Gartengelände nach Permakulturrichtlinien angelegt und mit ganz viel Obst und Gemüse und bestückt. Aber die andere Sache, die ich noch sagen wollte, war, dass die Kinder eigentlich die sind, die ihre Eltern draufschubsen auf dieses gute Essen oder auch diese Bio-Lebensmittel und auch auf die Kartoffeln und auf diese Sachen, weil unsere Kinder werden auch beteiligt an der Verarbeitung. Die Kinder dürfen die Kartoffeln schruppen im Garten im Sommer und auch die Karotten schruppen, vorschruppen halt für unsere Küche und wissen genau, dass das viel Arbeit ist, aber auch, dass es wahnsinnig Spaß macht, wenn die dann da stehen an ihrer kleinen Schüssel und mit ihrem kleinen Bürstchen und die Kartoffel sauber machen und bringen die stolz in die Küche und freuen sich drüber. Und die Eltern kriegen von ihren Kindern gesagt, sie wollen genau dieses Essen auch daheim. Also nicht alle natürlich, aber teilweise. Und jetzt mit Corona, wo es manchmal so war, dass die Kinder gar nicht gekommen sind, haben die Eltern sogar angefragt, ob wir nicht Küchenrezepte ihnen geben können, damit sie das daheim kochen können, weil sie machen auch eine Linsensuppe, aber scheinbar schmeckt sie nicht genauso und so halt, gell? Also die Kinder motivieren ihre Eltern dazu, dass sie auch sich Gedanken machen übers Essen. Und so ist es eine Vielfalt, die da entsteht und eine Vervielfältigung von unserem guten Konzept, das bis nach Hause geht. Obwohl ich immer gesagt habe, es ist kein Dogma, es muss keiner so machen wie wir. Ihr könnt daheim kochen, was ihr wollt, das ist völlig in Ordnung, ihr macht es, wie ihr das schafft. Wir haben immer eher den Druck rausgenommen und haben den Eltern gesagt, dadurch, dass die Kinder so gut versorgt sind bei uns, müsst ihr euch gar keinen Kopf machen. Aber sie wollen es. Sie wollen es auch gut machen. Das will ja jeder eigentlich für seine Kinder. Und dann, dadurch, dass wir das nicht so mit Druck gemacht haben, kommen sie ganz gerne und sagen, können wir mal das Rezept haben oder das? Und wir geben sie natürlich alle raus, weil wir uns drüber freuen. Und das ist überhaupt kein Geheimnis. Ja. Ja, vielen Dank. Ja, die Kinder sind begeisterungsfähig und das merkt man. Und das, wenn sich das auf die Erwachsenen überträgt, ist das super. Jetzt habe ich eine Frage an den Mario Mohl. Gibt es dann überhaupt genug Plätze an den Ökoschulen für alle Interessierten? Also Sie das ja angesprochen hatten. Ja, also vor mir, da war das noch, also das ist erst so vor 3, 4 Jahren, ist ja der Boom so ein bisschen so entstanden. Und wo wir dann an die Schule, wo ich dann angerufen habe und mich für die Schule beworben habe, da hieß es dann schon, ja, Sie müssen mal schauen. Sie haben sehr viele Bewerbungen. Sie wissen jetzt nicht, ob Sie jeden nehmen können. In dem Jahr wurden aber dann alle genommen. Das waren dann 25 Schüler. Im Jahr drauf, das war dann quasi der diesjährige Abschluss, das sind dann quasi 2 Jahre zurück. Da war das dann wieder so. Keinem wurde dann Bescheid gegeben, bis, glaube ich, einen Monat vorher. Weil sie wollte jetzt nicht nach Noten gehen oder so. Und dann haben sie quasi eine zweite Klasse eröffnet an der Schule. Und jetzt waren es, glaube ich, waren es dann in dem Jahrgang, ja, knappe 35 oder sowas Schüler.
es wurden dann quasi alle genommen. Und in diesem Jahr waren es dann wieder zwei Klassen, glaube ich, also heuer. Man, wir haben das jetzt mit Corona, hatten wir überhaupt keinen Kontakt mehr eigentlich, weil wir waren dann ziemlich weg. Man, ich habe meine Freundin dort kennengelernt, da habe ich noch ein bisschen Bezug dann dazu gehabt. Genau, und jetzt für die nächsten Jahre habe ich jetzt so mitbekommen, ist, glaube ich, auch ein Ausbau geplant. Die sollen, glaube ich, nochmal ein Klassenzimmer oder zwei bekommen. Und also ich glaube schon, dass jeder genommen wird gerade. Also ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber es ist auf jeden Fall eine Tendenz da, dass das halt, dass quasi mehr Klassen oder mehr Schülerzahlen genommen werden können. Auf der anderen Seite war es natürlich schön, wenn man eine kleinere Klasse hat, ist natürlich der Zusammenhalt und alles ist natürlich auch schöner. Das ist halt immer große Klasse, freilich viele Schüler ist auch schön. Oder man hat eine kleinere Gruppe, aber ich denke, es muss einfach dahin gehen. Aber vielleicht muss man auch schauen, dass man weiter hoch Oberfranken oder so, dass man da noch eine Schule bekommt. Weil wir haben jetzt in Landshut die Schule und dann ist Weilheim, das ist eigentlich alles tief Bayern. Und man bräuchte vielleicht was hier weiter hoch. Und ich glaube, in Deutschland gibt es bloß, oder? Ja. Ja, Gisela. Englisch Bild. Jetzt glaube ich. Ja, ich habe echt, es tut mir wirklich leid, aber also meine Netzverbindung ist schrecklich. Ich würde sagen, das mit die Ökolampe schon, das ist ganz ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das gehört unbedingt in die Breite. Man hat ja eh das Problem in der ganzen Biobranche, dass wir quasi Oberbayern und Schwaben sind Schwerpunkte, da gibt es viel Verarbeitung, da gibt es viel Betriebe und so weiter. Und wo das Ganze viel, viel schwieriger wird, je weiter nördlich man nach Bayern kommt. Und da müsste man natürlich gegensteuern. Man möchte einen Biolandbau in ganz Bayern auch möglichst gleich verteilen. Und gerade eure Struktur, glaube ich, in Oberfranken, da gibt es ja eben noch viele kleinere Höfe, die würden sich eigentlich auch meiner Meinung nach dafür anbieten. Und gerade auch die schönen Dörfer und so. Also ich würde das ganz toll finden, wenn man da wirklich sagt, Ökolandbauschule, für die Verarbeitung mal wirklich da vorankommt, dass man eben auch Roherzeugnisse in Bayern verarbeiten kann und dann eben auch an Einrichtungen und so weitergeben kann. Da passt jetzt gerade ganz kurz ein Kommentar, steht da nämlich jetzt im Chat, dass mit der Meisterschule ist auch im konventionellen Bereich ähnlich. In Mittelfranken wurden sogar schon welchen abgesagt. Also es ist, scheint nicht nur in den Ökoschulen so, dass die Plätze zu wenig werden. Aber was mache ich denn, wenn ich keinen Platz kriege in der Ökoschule? Warte ich dann oder gehe ich irgendwo anders hin? Das haben Sie gemacht, Herr Mohl. Also ich habe gesagt, wenn ich den Platz nicht bekomme, war für mich, dann gehe ich auf die Technikerschule nach Triestow, weil ich war mir also 100% sicher, dass ich mir nicht nach Bayreuth in so, weil es ist vielleicht ein Hardcore oder wie es auch, in so einer, ja, ich will es nicht sagen, Bauernschule oder sowas, da hatte ich nie Interesse dran. Das war für mich einfach, weil ich gesagt habe, das mache ich nicht. Da mache ich eher nichts, bevor dass ich mir da das dann anhöre. Und ja, das war dann für mich ganz, da war ich so knallhart und das habe ich viele aus meiner Klasse auch so, wo gesagt haben, dann gehen wir nach Triestow, dann machen wir einen Techniker, da lerne ich dann wenigstens einfach halt, sagt man, theoretisch und auch betriebswirtschaftlich einfach viel dazu. Aber jetzt vom Landwirtschaftlichen, das habe ich ja schon in der Landwirtschaftsschule, was habe ich in der Landwirtschaftsschule damals, was hat man da, ja, da haben sie uns die Spritzmittel gezeigt, da haben sie uns das ganze Zeug erklärt, aber ich war immer drin gesessen, ich war immer einer, der wo halt einmal Meinung mal gesagt hat, aber gesagt, ja, was habe ich da vor, was interessiert mich das? Wenn ich sagen soll, er war ja damals in der Berufsschule, in der landwirtschaftlichen Berufsschule, er war halt der einzige Sohn von Ökobetrieb. Natürlich, okay, der Lehrer war da schon eigentlich relativ fit damals in der Bamberg, in der Schule. Und er hat dann diese Sachen damit eingebracht. Was macht der Biobetrieb? Nein, man, es ist ja grundsätzlich lernen wir da nur die konventionelle Wirtschaftsweise. Aber man muss ja auch dann, was macht der Biobetrieb in der Situation mit dem und dem Problem, wo man draußen hat? Der konventionelle, klar, der nimmt dann bei Unkraut auch Herbizid. Der Bio muss halt jetzt daran hacken oder striegeln oder andere Fruchtfolge. Das hat er dann schon mit eingebaut, der Distler. Und er war eigentlich auch ganz, sag ich mal, ganz froh drüber, dass ein Sohn vom Biobetrieb dabei war, weil das Ganze dadurch aufgelockert worden ist. Das ist dann nicht nur in die eine Richtung gegangen. Also das ist wieder die andere Seite. Wenn man eine gemischte Klasse hat, dann, weil so geht es immer nur in eine Richtung.
Man, okay, nur die Ökos, die wollen freilich, dass nur in Öko geht, aber die Konventionellen kriegen halt einfach die Ökos mehr mit, wenn Ökos bei Konventionellen, aber, weil ich war ja damals, wie ich in der Landwirtschaftsschule war, ich habe gesagt, ich mache, da habe ich, das war bevor ich umgestellt habe, das war 85, habe ich gesagt, ich mache einmal Ökolandbau, ja, was willst denn du, aber im Endeffekt habe ich mir das Ganze gelernt, das ganze konventionelle Zeug, alle diese Mittel, alles lernen gemusst, auch alles in der Prüfung, aber mir war dann einmal klar, also mir ist damals zum Beispiel bei einer Folie, wenn ich das nochmal sagen darf, das war 85, 86 in der Landwirtschaftsschule, da hat der Pflanzenbauberater die Folie über Kartoffelanbau aufgelegt. Man, wir machen ja mittlerweile Schwerpunkt Kartoffel. Und da war immer bei zu viel Düngung, war dann zweimal Minus, Minus, ist schlecht. Also für Lagerung, Geschmack, Haltbarkeit ist zu viel Düngung bei der Kartoffel. Und da waren so viele Parameter, wo ich gesagt habe, also zu viel ist einfach auch nicht gut für unsere Lebensmittel. Das haben wir ja, das merkt man ja. Warum sagen die Leute, Bio-Lebensmittel schmecken besser oder sind haltbarer? Weil sie halt doch nicht so getrieben, gewachsen sind und nicht überdüngt sind. Und natürlich den Pflanzenschutzmittel-Cocktail haben sie auch nicht alles abgekriegt. Also es ist ja auch am Ökolandbau sehr viel Positives dran. Ne? Ja, und die Mischung ist natürlich auch nicht schlecht. Jetzt habe ich gleich passend dazu noch einen Kommentar zu dem Thema Ökoschulen. Das war, glaube ich, so, wo der Mario Mohl gesagt hat, dass das so ein guter Zusammenhalt ist und so eine gute Stimmung, während in der konventionellen Schule das Konkurrenzdenken im Vordergrund steht. Aber da gibt es einen Kommentar zu diesem Thema. Es stimmt so gar nicht. Auch meine Kinder besuchen landwirtschaftliche Schule und haben ganz tolle Kollegen deutschlandweit kennengelernt. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Das kann man also nicht so verallgemeinern, dass man nicht einer konventionellen Schule tolle Leute kennenlernt. Das, glaube ich, kann man so nicht sagen. Aber es kommt eine provokative Frage, die stelle ich jetzt gleich noch danach. Ich verstehe nicht, warum die konventionelle Landwirtschaft so schlimm ist, weil wir uns nicht nur von der Biolandwirtschaft ernähren können. Das ist natürlich eine provokative Frage oder Aussage. Können die Biolandwirte uns denn nicht ernähren? Ich sage einmal, warum wir mal so will aber sagen, dann beantworte ich die Frage, versuche sie zu beantworten. Ich denke halt, hauptsächlich entscheidend ist ja, dass wir waren halt in Landshut, ganz bayernweit, ist zusammengekommen. Jetzt zuschauer, bei uns ist halt alles in Bayreuth zum Beispiel, jetzt von Oberfranken. Da kommen wir halt aus einem ganz anderen, wie sagt man, Bereich zusammen. Wir haben natürlich dann die Internatsbetrieb gehabt, das haben quasi von unserer Klasse 25 Leute, haben 23 Leute in der Schule geschlafen. Das war ja, der Austausch hatte nicht in der Schule, da war jetzt, sagen wir mal, vielleicht 20-30%, danach hast du dich ja ausgetauscht, was macht der, da hast jeder seine Sachen erklärt, du hast Betriebe angeschaut, dann auch mal, du bist zu jedem mal hingefahren. Das ist, glaube ich, das ist schon der Kernpunkt, dass quasi, ja, man ist von daheim weggegangen und hat gesagt, man lässt sich jetzt einfach mal 1,5 Jahre. Warum muss ich mit 23, da kommen Aussagen von Freunden von mir, ich muss ja da haben sein, ich muss da haben und einen Stall gehen, ich muss früh in einen Stall gehen. Ich bin meist 23 Jahre alt. Ja, ich weiß nicht, man hat nur 30, 40 Jahre dann, jeden noch früh und abends in einen Stall zu gehen oder da haben zu arbeiten. Die 1,5 Jahre werden wir doch wohl mal noch investieren können und ja, das will ich jetzt nicht sagen, dass es im Ökolandbau oder dass das da besonders ist. Das war halt einfach der Internatsbetrieb und das ist halt auch das Besondere. Und ich meine, das zu dem Bio nicht ernähren. Das will ich mal, ich versuche mal ich zu beantworten. Ich sag mal, es gibt ja da sehr viele Ansätze. Ich meine, zum einen, natürlich, wenn man jetzt ja momentan die Ernährungssituation anschaut, ich meine, die Frau, bitte? Sie haben schon das Wort, die Gisela kommt später dran. Ach so, okay. Ja, ich war jetzt ein bisschen verwirrt. Ich natürlich, wenn man momentan die Situation anschaut, Lebensmittelproduktion, konventionell Bio, sicherlich, und dann, wir haben es jetzt auch mit der Ernährung, wie wir essen, was wir essen, unseren Fleischkonsum, das sind natürlich, es spielt doch sehr viele Sachen hinein. Und was wird auf unserer Fläche überhaupt angebaut? Wie viel Fläche wird überhaupt nur für Lebensmittel genommen? Ich meine, sicherlich, der Bioanbau hat nicht die konventionellen Erträge. Das ist ganz klar, kann er auch nicht haben, wird er auch nie haben, aber muss er auch nicht haben. Natürlich müssen wir auch sehen, die konventionelle Landwirtschaft, die arbeitet ja auch mit dem wahnsinnig viel Importfuttermittel. Wenn wir die nicht hätten,
Wir können eigentlich die Fleischberge, wo wir in Deutschland produzieren, die können wir nicht produzieren, wenn wir das ganze Soja und Tapioca, was aus Südamerika kommt, das Palmöl, was natürlich jetzt ja nicht jetzt, aber wo jetzt ja natürlich die Industrie kommt, aber es kommen halt sehr viele Agrarrohstoffe aus dem Ausland und die fließen bei uns mit rein und ich sag mal, da vermischt sich sehr viel und vieles Lebensmittel, ob wir die wirklich unbedingt brauchen, wenn ich in den Supermarkt gehe und diese 50 oder wie viele Artikel haben wir? 20.000, 30.000? Und wie viel braucht man überhaupt wirklich? Wie viel Lebensmittel bräuchten wir überhaupt zum Leben? Also damit wir leben können. Ich meine, Sie in der Küche, Sie wissen ja, wie viele Rohstoffe, was braucht man? Brauchen wir diese 20.000 Artikel? Und das sind ja alles, das sind ja überall landwirtschaftliche Produkte drin. Und dann, wenn man wieder hört, wie viele Lebensmittel weggeschmissen werden, wie viel, also verderben. Also es sind, also ich denke, der Ökolandbau kann die Menschheit, also kann Europa uns hier ernähren. Wir müssen aber nicht die andere Welt ernähren, sondern da müssen die Menschen selber so weit gebracht werden, dass die sich wieder selber ernähren. Weil das kann jetzt, wenn es immer heißt, wir müssen die Welt ernähren, das ist doch ein Schwachsinn. Ich meine, es gibt überall landwirtschaftliche Flächen, es gibt überall Bauern, es gibt überall Menschen und wir müssen überall stärken, dass die Leute wieder selber Landwirtschaft machen. Und das sind ja auch Arbeitsplätze. Ist ja dann, wir haben ja jetzt ja die ganzen Flüchtlinge bekommen, die sind ja alles, die Leute flüchten vom Land, weil sie keine Chance, keine Existenz haben. Die können auch Landwirtschaft machen wieder, eventuell oder warum. Also es sind so vielfältig. Ich meine, man kann die Frage so nicht beantworten, aber ich denke, ich kann sie für mich so beantworten, der Ökolandbau ist der richtige Weg und der Ökolandbau hat natürlich diese ganzen anderen Leistungen fürs Klima, für die Böden, für die Umwelt, fürs Wasser. Da diskutieren wir immer über gar noch nicht drüber, ne? So richtig. Es geht immer nur darum, kann der Ökolandbau die Menschen ernähren? Also ich denke schon, ja. Und natürlich mit gesunden Lebensmitteln. Das ist ja das andere noch. Ja, vielen Dank, dass Sie darauf hinweisen, was der Ökolandbau sonst noch für Vorzüge hat, was die Umwelt angeht. Über das redet man wirklich zu wenig. Jetzt weiß ich nicht, Gisela, hast du dich zu Wort gemeldet oder haben mich da getäuscht? Ja. Nein, man muss also ja, eindeutig sagen, ja, der Ökolandbau könnte die Welt ernähren. Und da gibt es genügend Berechnungen drüber. Und nur mal die Zahl, 30% haben wir Lebensmittelverluste, ob das jetzt weggeschmissen wird, nicht Ernte, verkaufsfähig und so weiter. Ich meine, das hat ja viele Gründe. Wenn man das mal einrechnet, dann Brachflächen, die es weltweit gibt. Und dann natürlich, man muss ganz klar sagen, Ausbildung der Landwirtschaft in anderen Ländern. Und da geht es nicht darum, dass wir kommen mit Riesenmaschinen oder Gentechnik oder sonst irgendwas, sondern einfach die Leute vor Ort so ausbilden, dass sie ihre regionale Landwirtschaft auch vernünftig betreiben können. Und da fehlt es oft an den einfachsten Geräten, auch an Ausbildung und so weiter. Das wäre ein Punkt, wo man in vielen Ländern die Landwirtschaft auch noch produktiver machen kann, natürlich. Aber in einem ökologischen Sinn, und ich glaube, wir werden auch gar nicht drum rumkommen, uns ökologisch die ganze Landwirtschaft wirklich zu ökologisieren, weil die das ist einfach ein großer Teil, wenn wir unsere Zukunft nicht verspielen wollen, müssen wir hier ökologisch wirtschaften. Danke, Gisela. Die Frau hat sich vorher nicht wirklich gemeldet, aber als die Frage aufgekommen ist, wie viele Produkte brauchen wir eigentlich, wenn es jetzt in einem Supermarkt 20.000, 30.000 Produkte hast, mit wie vielen kommen Sie denn in Ihrer Küche aus, Frau Popp? Haben Sie das mal zusammengezählt? Es ist auf keinen Fall viel, das muss man wirklich sagen. Wir arbeiten sehr bodenständig, auch was das Gemüse angeht. Und das Wurzelgemüse ist bei uns der Schwerpunkt wirklich das ganze Jahr über. Natürlich freuen wir uns auch jetzt auf frischen Salat, aber im Großen und Ganzen, und es braucht es auch nicht unbedingt, dass wir dauernd die ganz frischen Sachen haben, weil man kann aus den Lager Gemüsen ganz viel immer wieder auch frisch zaubern. Ne? Es sind einfach nur die Grundlebensmittel, die wir haben. Da gibt es keinen Schnickschnack, da gibt es kein nichts Eingeflogenes oder sonst was. Wir sind über 80% regionale Sachen, die wir anbieten. Und es wirklich das Einzige, was wirklich so von weit her kommt, ist die Banane, weil die Kinder halt einfach kennen wollen und auch vielleicht auch brauchen in gewisser Weise, gerade so die Kleinen.
Aber ansonsten kriegen wir die Sachen, die es gibt. Die es gibt, ganz genau. Die es gibt. Und die Kunst ist eben, das so, so vielfältig zu verarbeiten, dass es trotzdem abwechslungsreich bleibt und allen schmeckt. Aber das geht. Braucht man keine Mangos oder Gurken im Winter oder irgendwas, ist nicht notwendig. Keine Erdbeeren im Winter? Erdbeeren gibt es sowieso keine bei uns, außer die aus dem Garten, die sie selber pflücken dürfen. Aber das ist eben halt auch was Besonderes. Also das ist eben keine Massenware. So, gerade so Beeren im Sommer, die gibt es bei uns dann, wenn eine Familie zum Beispiel, weil der Opa die Heidelbeeren gepflückt hat, welche mitbringt und dann kriegt jedes Kind zum Nachtisch 2 Stück und die darf sich dann genüsslich einverleiben und das war's dann. Aber das ist halt auch was Besonderes und das bleibt dann eben auch besonders durch sowas. Ja. Und ansonsten essen die Kinder die Sträucher leer, die wir im Garten haben, bis auf die Felsenbirne und alles, was sie finden. Kann man auch essen. Ja, ja. Okay, jetzt habe ich eine Frage an die Mols. Haben Sie Erfahrung mit Solavis oder Ähnlichem? Also solidarische Landwirtschaft. Ja, mittlerweile, also in Bamberg gibt es ja die eine, mit der arbeite ich ein bisschen zusammen. Also die gibt es jetzt seit 5 Jahren. Dann gibt es einen Selbsterntegarten. Dann gibt es nochmal so ein anderes System. Dann hat jetzt auch heuer einen in Lichtenfels-Coburg aufgemacht, in Ebermannstadt. Und die holen halt von mir Kartoffelsaatgut, sag ich mal, oder Pflanzen. Oder ich verkaufe auch denen meine zweite Wahl Kartoffeln. Also so früher Herbst machen wir mal so Aktionen, dass die dann einmal so 50 Sack a 5 Kilo nehmen, weil, also ich tue die halt, oder die holen auch Stroh vom Nachbarn, vom anderen Biobauern zum Mulchen. Also wir arbeiten, also ich unterstütze sie halt so gut, dass es geht, aber im Endeffekt natürlich habe ich natürlich, ja, also es ist halt total gut, weil die Leute sich einfach mit Lebensmitteln, also mit Lebensmittelproduktion, mit Gärtnern, mit dem Anbau von den Kulturen befassen und das muss man einfach unterstützen. Weil ich war vor 2 Wochen in Bamberg, die haben da so kleine Parzellen, ist wieder so eine Fläche. Bamberg ist ja so Kulturgärtnerstadt, ne? Normalerweise ist jetzt ja für die ganzen Gärten haben ja alle aufgehört, es gäbe nichts Schönes, wie das, die Flächen zubauen. Aber Bamberg heute ist ja Weltkulturerbe, ist ja die Gartenstadt. Also eigentlich müssen die Flächen gärtnerisch wieder genutzt werden. Und das ist schon, aber da gibt es doch noch ein paar, die wo dann sagen, ja, also, oder die Gärtner, wo dann ein Stück von ihrer Fläche abgeben und an diese ganzen Leuten geben. Aber da ist momentan eine richtig gute Entwicklung, sage ich mal, gerade auch mit diesem Corona einfach wieder mehr Bewusstsein, mehr Gärtner wieder, wer selber mehr wieder Kartoffeln anbauen, Möhren, Zwiebeln, diese ganzen Sachen. Nee, da tut sich. Und ich finde, also ich versuche das halt zu unterstützen, wo ich es kann. Heute haben sie wieder die einen, haben wieder angerufen, Mensch, wir bräuchten noch 50 Kilo Steckkartoffeln, hast du denn noch irgendwo was? Aber ich sagte, ja, ich sortiere euch was raus von meiner einen Sorte, da könnt ihr schon noch mal was haben. Weil die Leute haben ja auch kein Gefühl dafür. Da sage ich immer, was braucht ihr? Also was habt ihr für eine Fläche? Die haben ja kein Gefühl dafür, was ich brauche für die Fläche, dann sage ich, wie viele Quadratmeter sind, dann rechnen wir das aus, dann sage ich, okay, dann braucht er so und so viel Knollen, dann kommt er gut zurecht, aber irgendwie müssen sie sich verrechnet haben. Okay. Ja gut, aber man wächst zusammen und ich finde es ja schön, wenn Leute, die in der Stadt wohnen, jetzt anfangen, und das merken wir ja auch durch Corona, dass die Leute anfangen, selber zu gärtnern und versuchen, irgendwelche Produkte hochzuziehen und selber zu verkochen. Also das ist eine der positiven Nebenerscheinungen von Corona, dass die Leute sich wieder bewusster ernähren und viel mehr kochen und auch viel mehr einkaufen und auch schauen, was sie einkaufen. Das hat man schon deutlich. Und noch ein Punkt dazu. Also ja. Diese Menschen, die schätzen... Hätte ich noch eine praktische Frage an den Mario Mohl. Okay. Ja, bitte. Ich wollte nur sagen, also solche Menschen sagen? Schätzen einfach... Die schätzen einfach Lebensmittel ganz anders. Wenn jemand einfach mal Lebensmittel wieder anbaut, Gärtner, der schätzt einfach das ganz anders. Der kriegt einen ganz anderen Bezug zu Lebensmitteln. Ja, was hast du? Genau. Jetzt eine Frage, eine praktische an den Mario Mohl.
Gibt es bei der Hacke inzwischen praktikable Lösungen, mit den Bodenbrütern umzugehen? Ich sage mal, es ist schwierig. Ja. Ich glaube, ich habe auch die nächste Frage, da ist ja nochmal eine Anmerkung, glaube ich, dazu, ne? Ob es auch bei uns oder so. Ich meine, wir persönlich haben weniger Probleme, sondern wir haben eine relativ kleinstrukturierte Flur. Wir machen viel mit Blühstreifen außenrum, wir machen viel. Wir arbeiten damit mit, sagen wir mal, wir haben mal die Philosophie, wir arbeiten mit Längssystemen, wir machen unser Felder gerade und alles, was außenrum in krumm ist, wird alles mit Blühstreifen angezählt, wird alles einfach, weil wir sagen uns halt, wir müssen nicht jeden Quadratmeter müssen wir bewirtschaften. Ja, und müssen halt, ich sag mal, es muss in jeder kleinste Fleck da noch weggekratzt werden und deswegen haben wir jetzt eigentlich auf dem Acker relativ. Also mir ist es persönlich noch nie, dass ich irgendwo mal was zusammengefahren hätte. Wir haben jetzt mit Grünland oder so, haben jetzt wenig zu tun, dass wir da was haben. Aber ja, ich denke, das liegt schon an der relativ kleinen strukturierten Flur einfach auch, an viel Hecken, an viel Sträuchern, an viel Wegrändern, Wälder außenrum. Das ist, ja, also das. Und man mit der Hacke, das ist natürlich immer ein Zwiespalt. Die Frage ist natürlich berechtigt, die kommt auch immer von konventionellen Betrieben. Es ist klar, es ist eine Angriffsfläche des Biolandbaus. Man bewegt viel Boden. Kann man jetzt schwierig sagen. Ich denke, man muss halt, vielleicht muss man halt öfters mal große Flächen unterteilen und so Sachen. Man muss da andere Wege suchen. Sag ich mal, man wird die Hacke nicht vermeiden können. Es ist ein mechanisches Gerät. Das kann, man müsste vielleicht Sensoren verbauen, dass sie was erkennen und hoch, aber das ist, soweit ist man da eigentlich noch, also ja, ist schwierig. Sie meinen also, wenn man den Bodenbrüter noch Fläche lässt und die nicht bewirtschaftet, dann gehen die vielleicht auch in diese Flächen, wo man nicht mit der Hacke drüber fährt. Wir schauen ja an, dass man alle Kulturen hackt. Sagen wir mal, das ist ja das andere. Wir haben jetzt zum Beispiel auch der Nachbarbetrieb hat zum Beispiel auf entfernten Flächen, das sind 10 Hektar, ohne Striegel, ohne Hacke, ohne alles, nur säen und ernten. Aber das ist halt ein Zwiespalt, man muss ja immer sagen, klar kann man sagen, man kann den, wie ist ja zum Punkt vorhin zurück, wie will ich, kann man mit Bioanbau den Menschen ernähren? Man hat ja auch ein bisschen, auf der einen Seite muss man was bauen, man muss gewissermaßen Unkraut ein bisschen bekämpfen, auf der anderen Seite muss man natürlich auch schauen, die Natur zu schützen, das ist. Vielleicht ein Einwand. Also wir haben ja hier bei uns in der Flur an Jäger, also der ist auch Biobauer, hat einen kleinen Nebenerwerbsbauer, aber mit dem haben wir halt guten Kontakt. Ich sag mal, weil heute die Sendung heißt ja Kiebitz. Leider haben wir natürlich hier bei uns in der Ecke keine Kiebitze mehr. Also es war ein Wiesengrund, habe ich mit dem Jäger vor 3 Jahren den letzten Kiebitz. Ich denke, wo wir natürlich jetzt bei der Hacke, also aufpassen, müssen ist zum Beispiel die Feldlerche ist bei uns noch da, dass wir Lerchenfenster lassen, solche Schichten und lalala, uns bewusst ist, wann die brütet, dass man dann, weil das ist ja, das Entscheidende ist ja der Zeitpunkt, wo die Viecher, also diese Tiere, Viecher sage ich jetzt, das ist halt das fränkische Wort für Tiere, also wo die brüten und dass man dann, und wenn man weiß, dass diese Tiere da sind, und deswegen bin ich ja in Kontakt mit dem Jäger und das Ganze, der sagt mir ja, Mensch, da ist der und der Vogel, wir hatten da, fällt mir jetzt nicht ein, das war so ein Greifvogel, da haben wir dann auch geschaut, wo hat er gebrütet und so zu dem Zeitpunkt, dass man dann auch wirklich nicht aufs Feld geht und da auch nichts macht. Also ich denke, da müssen wir Landwirte dazu lernen, wir müssen auch schauen, welche Tiere haben wir noch, also so Brüdern quasi, es geht ja hier um Vögel, um Tiere, die wohl quasi auf dem Acker noch brüten, das ist ja der Kiebitz zum Beispiel, der wo ja da vor, sag ich mal, das ist ja diese kritische Zeit, Ende April bis, also so den relativ den Mai durch, dass man ja da dann kein Mais säen oder kein Soja und dann auch nicht hackt in der Zeit, dass man es vielleicht eventuell danach macht. Und bei den Lerchen und bei anderen Tieren ist es ja dasselbe, dass man schaut in der Zeit, also ich weiß es halt von den ganzen Feldhasen, weil wir haben so eine sandige Böden, wir haben relativ viel Feldhasen noch und die brüten natürlich gern bei mir im Kartoffelfeld. Die sind einfach im Kartoffelacker zwischen die Dämme drin, sind dann die drin. Und da muss man halt einfach, und wenn und der Hase, der brütet, der tut ja zweimal im Jahr, macht der hat er im Frühjahr und dann im Herbst. Und dass man dann in dem Zeitraum, wenn man da nicht auf dem Kartoffelacker rumfährt oder nichts macht und dann
dann können die ja ausschlüpfen und auch groß werden, dann können die ja wieder also überleben, dann haben die eine Chance. Und ich habe ja oft das schon gemerkt, dass das funktioniert. Aber wir müssen nur alle lernen. Also und immer ständig wieder uns auch anpassen. Einmal noch dazu. Ja, das Problem haben ja alle Landwirte, nicht nur die Biolandwirte. Und ich sage immer, also wir haben jetzt vielleicht 10% Biolandwirtschaft, wenn es hochkommt. Und das ist auch in der letzten Zeit erst gewachsen. Aber dass die Kibitze und die Lärchen fast ausgestorben sind, das hat mit der Biolandwirtschaft eher weniger zu tun. Sondern das war schon die ganz normale konventionelle Landwirtschaft, die da ihre Probleme mit Kibitzen und Lärchen hatte. Aber dass man aufpassen muss, das glaube ich, trifft für alle Landwirte zu. Ich glaube, der Mario wollte noch was sagen dazu. Mann, wir fahren zum Beispiel ja mit relativ kleinen Maschinen auf den Äckern rum. Wenn du 3 Meter Arbeitsbreite hast, dann siehst du auch noch, was vor dir passiert. Dann kannst du auch noch mal reagieren. Wenn du natürlich dann in überdimensionale Größen, 15 Meter oder sagen wir mal umso weiter du kommst, dann kannst du ja gar nichts mehr sehen. Den Überblick hat man nicht mehr, ne? Aber wenn man kleine 3 Meter, 6 Meter, dann siehst du ja nochmal, wenn irgendwo sich was bewegt, wenn man was liegen sieht, Eier oder so, da kannst du reagieren, da kannst du mal ausheben und so Sachen. Das ist ja viel flexibler, sag ich mal, in der kleineren Landwirtschaft, sag ich mal. Ja, danke. Die Gisela noch. Abschließend zum Kibitz. Ja, weil da kam auch ein kritischer Kommentar, wir würden uns nur um die Biolandwirtschaft kümmern. Es geht ja heute, wie wir mit unserem Essen den Kibitz retten können. Und ich finde, mir war da ein Anliegen, dass ich echt auch mal appelliere, da ist mir egal, ob Biolandwirtschaft oder konventionelle Landwirtschaft, was haben wir eigentlich für eine Einstellung zur Natur, zu dem Leben, das es auch noch gibt und das auch leben darf. Warum dürfen eigentlich eine Lerche nicht auf meinem Feld brüten? Wer verbietet denn das ihr? Ich, weil ich unbedingt da schnell drüber fahren will. Also das ist eine andere Einstellung, die ich auch einfordere, ob das von Biolandwirten ist oder von konventionellen Landwirten. Und ich glaube, an dieser Einstellung müssen wir ernsthaft arbeiten, weil wir inzwischen schon so weit sind, dass wir ganz viele einheimische Arten, das sind Arten, die ganz normal immer bei uns gelebt haben, vom Aussterben bedroht sind oder schon ausgestorben sind. Und ich will, das ist eigentlich unsere Kulturlandschaft und wir zerstören ja damit unsere eigene Kulturlandschaft. Und ich finde, das sollten wir uns alle zu Herzen nehmen, dass wir uns da wirklich verändern müssen. Also die Einstellung zu anderen, das sind ja nicht bloß Tiere, auch zu Pflanzen. Was darf denn alles wachsen? Was stört mich? Sondern was kann ich auch mal zulassen? Und der Hinweis war ja auch ganz schön, dass ich mal sage, nicht jedes Fleckerl bis zum, also bei uns ackern ganz viel, die ackern da die halbe die Straße ab. Also das ist ja auch ein Riesenproblem inzwischen. Es gibt kein Feldrain mehr und so weiter, was eigentlich auch ein Klassiker ist in der Kulturlandschaft. Und das sollten wir uns wirklich mal überlegen. Olli, wo wollen wir denn da noch hin? Und diese Sachen dürfen bei uns leben und die tun uns gut. Diese Vielfalt brauchen wir Menschen zum Überleben. Und es ist höchste Zeit, dass wir da was machen für die Vielfalt. Ja, danke Gisela. Das wäre jetzt schon fast das Schlusswort geworden. Nur noch ein einziger Kommentar, aber das sagt jetzt ein konventioneller Landwirt mit Sicherheit, dass sie das ja schon lange machen. Den Nester markieren und bei der Erarbeitung der Felder ausnehmen. Ja, das ist natürlich super und gut und das machen auch konventionelle Landwirte. Ob es alle machen, weiß ich nicht. Und ob sie es schon immer machen, glaube ich nicht, weil irgendwo haben wir ja die Verluste der Ackervögel bis heute und das hat ja seinen Grund. Aber natürlich, wenn die Konventionellen das machen und die Biolandwirte auch, dann können wir den Kibitz auch gemeinsam retten. Ich hätte jetzt nur noch eine allerletzte Frage, die ist, glaube ich, an die Gisela in erster Linie gerichtet. Gibt es durch Corona einen Trend zu Bio, regional, nachhaltig in der Bevölkerung, der zu bemerken ist? Also Bio und regional und nachhaltig. Durch ja, Corona. Alle drei. Ja, ganz klar. Insbesondere Biolandwirtschaft, da gibt es halt Zahlen. Der Umsatz ist ja 2020 um 22,3% gestiegen. Also das ist enorm. Die Bios, ja, sind Krisengewinner sozusagen. Die Leute, erstens mal hat keine Wirtschaft mehr aufgehabt, man hat selber kochen müssen. Man hat sich mal wieder mit Lebensmitteln beschäftigen müssen. Man hatte auch ein bisschen mehr Zeit, muss man auch sagen. Und das Dritte ist, ich glaube, diese ganzen Faktoren haben einfach dazu geführt, es war auch sehr im Gespräch, man muss auch sagen, das Volksbegehren
Viele haben sich darüber aufgeregt, aber im Grunde genommen war das ein tolles gesellschaftliches Thema, dass man sich endlich mal wieder mit dem Wichtigsten, nämlich mit der Landwirtschaft und der Natur, dass man sich Gedanken darüber macht. Und das hat das Volksbegehren auf alle Fälle bewirkt. Und den Erfolg sehen wir jetzt, dass die Menschen sich Gedanken darüber machen, woher kommen meine Lebensmittel und wie werden sie produziert. Und das ist wichtig. Und ist toll, wenn das jetzt endlich mal ein wirklicher Trend wird in der Gesellschaft. Und ich glaube auch, dass das mit dem billig, 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 die Deutschen haben ja ein besonderes Faible dafür, auch die Bayern, möglichst alles immer billig einzukaufen, dass das einmal aufhört, dass man wirklich sagt, was ist denn der, wir kennen von vielen Sachen den Preis, aber nicht den Wert. Und es geht immer um den Wert. Das ist das, was die Qualität des Lebens ausmacht. Und da müssen wir uns intensiver damit auseinandersetzen. Und das hat begonnen und ich finde den Trend sehr, sehr positiv. Und ich hoffe, er verstetigt sich. So, Gisela, das war aber jetzt ein wunderbares Schlusswort. Wir haben auch keine Fragen mehr. Wir haben alle beantwortet, die an die Referentinnen gestellt worden ist. Ich kann mich jetzt am Schluss nur noch bei allen bedanken, die hier mitgemacht haben und die ganzen Fragen beantwortet haben. Ich finde das toll, dieses Engagement und diese Liebe für die Lebensmittel wirklich zu spüren. Und wenn man Liebe zu Lebensmitteln hat, dann verkocht man die auch gerne. Natürlich die Frau Damen Pop sowieso jeden Tag, aber alle anderen auch. Und das führt mich zu meinem Geschenk für alle Referentinnen, die uns heute begleitet haben. Es gibt nämlich ein Kochbuch. Das heißt Grün kocht. Ein Kochbuch der Grünen Landtagsfraktion. Das bekommen alle Referentinnen zugeschickt. Sie können eins oder auch zwei haben, man kann sich ja teilen. Die Landtagsfraktion sind 38 Leute und jeder und jede hat ein Lieblingsrezept beigesteuert. Zum Nachkochen sind ganz tolle Sachen drin und die bekommen, normalerweise würden wir sie jetzt auf offener Bühne überreichen, geht halt leider nicht, wir schicken es Ihnen zu. Sie können es gerne ausprobieren und denken Sie dabei auch an unsere Fraktion, die immer mit ganz viel Liebe und Herzblut auch bei der Biolandwirtschaft dabei ist und versucht, auch bei der Ernährung einiges zum Besseren zu bringen, wo es nicht schon so super ist, wie es bei Ihnen, liebe Frauen Pops, tatsächlich ist. Also ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen, die dabei waren. Gibt der Gisela nochmal das letzte Wort. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Ich habe es heute auch wieder sehr interessant gefunden für mich und ich glaube, ich kann auch für meine Kollegin Rosi Steinberger sprechen. Wir lernen auch sehr viel dazu in dieser ganzen Webinarreihe und ich hoffe, dass wir alle Fragen zufriedenstellend beantworten haben können. Und wir haben ja noch drei Veranstaltungen, zwei haben wir noch, glaube ich. Gell? Zwei haben wir noch, genau. Fährt uns dann richtig abgehen. Dass vielleicht der eine oder andere ist, wir machen ja Werbung über Facebook, Instagram, über unsere grüne Fraktionsseite. Wer die anderen auch noch zuhören, sich zuschalten will, gerne, wir freuen uns. Möchte mich jetzt auch bedanken bei unseren Referenten. Ich wünsche euch alles Gute, vor allem an Mario und Katharina. Ich finde es einfach klasse, was ihr macht. Vielleicht könnt ihr euch mal kennenlernen. Und bis bald mal wieder und wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt. Alles Gute und schönen Abend. Keiner muss heimfahren. Ist auch ein Vorteil. Also schöner Abend und bis bald mal wieder. Führt euch. Danke. Wieder schauen zusammen. Ciao. Servus. Macht es gut. Im Sommer schauen wir mal vorbei. Ja. Wenn es geht. Ja. Bestimmt.